dass Sie mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit auf Hitzesberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Tiquica hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist heute der Sebastian. Hallo Sebastian. Schönen guten Abend. So, und weil heute der internationale Podcast-Tag ist, haben wir gedacht, wir schmeißen eine Party und laden uns einen richtig starken Gast ein. Ihr kennt sie vielleicht vom Zweite Bundesliga-Podcast, der englischsprachige, ja, Zweite Bundesliga-Podcast. Herzlich willkommen, Eva Lotta Bohle. Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein. So, wir freuen uns auch sehr, denn wir verfolgen beide, also Sebastian und ich, den Zweite Bundesliga-Podcast regelmäßig. Wir müssen schon sagen, also wir sind schon kleine Fanboys, oder Sebastian? Ja, absolut. Ich finde es total großartig, weil es ist irgendwie ein Format, was es in der deutschen Sprache überhaupt nicht gibt, einen so ein bisschen vor und nach den Spieltagen abzuholen. Der Max im Rasenfunk macht halt wahnsinnig viel und er kann halt die zweite Liga nicht mehr ganz so abdecken, was auch völlig verständlich ist. Und deshalb höre ich da dann total gerne zu. Das Englisch überfordert mich dann auch nicht komplett, muss ich sagen. Und da sind wir schon gleich bei der ersten wichtigen Frage, liebe Eva. Wie kommt man denn eigentlich zu einem englischsprachigen Zweitliga-Podcast? Ja, also gegründet wurde das Ganze ja von Johnny Walsh, also auch ein sehr empfehlenswerter Twitter-Account. Der hat das damals gegründet als Bochum-Fan. Details dazu am besten ihn fragen. Aber da bin ich irgendwann mal drauf aufmerksam geworden und fand das echt ganz cool. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hatte, mitzumachen, als das letzte Saison dann doch eher bescheiden für Arminia lief. Ungefähr so September, Oktober rum. Und dann habe ich damals letzten Oktober mal angefangen, eine Episode einfach aus Spaß mal mitzumachen. Und seitdem bin ich irgendwie regelmäßiger Gast auch, mache das inzwischen mit dem Matthew zusammen. Und es macht mega viel Spaß. Es ist doch zwischendurch ein bisschen ungewohnt, weil, also ich bin immer froh, wenn ich schon die deutschen Fachbegriffe kenne. Auf Englisch kommt dann das Wörterbuch gerne mal zur Hilfe, um da doch ein paar Sachen zu googeln. Aber es macht unfassbar viel Spaß und es freut mich, dass ihr da auch zuhört. Ja, also wir können den Podcast nur empfehlen und man sollte ihn hier vielleicht auch nochmal empfehlen, denn ich war überrascht, als der Vertikalpass auf Twitter ja auf den Podcast so ein bisschen aufmerksam gemacht hat, dass viele den Zweite Bundesliga-Podcast noch nicht kannten. Also sucht einfach mal in eurer Podcast-App nach Zweite Bundesliga-Podcast und hört mal rein. Wie gesagt, wir finden es hervorragend. Gibt auch nochmal so einen neuen Aspekt auf die ganze Nummer, da dein Mitpodcaster der Hauptmoderator, nennen wir ihn so, Matthew Carrick aus Australien kommt und das Ganze natürlich so ein bisschen anders betrachtet, als wir das tagtäglich hier tun. Also mir gefällt es wirklich außerordentlich gut und du hast schon gesagt, für welchen Verein dein Herz schlägt. Du bist große Arminia Bielefeld-Sympathisantin. Und das trifft sich natürlich ganz gut, denn unsere beiden Lieblingsmannschaften trafen am vergangenen Freitag aufeinander. Bevor wir über dieses Spiel so ein bisschen reden, wollte ich erstmal wissen, mir ist aufgefallen, dass Arminia Bielefeld eigentlich in den letzten Wochen, Monaten, ja, eigentlich ging das schon, glaube ich, mit dem guten Ende der Rückrunde los, schon ein Stück weit nach oben zieht und vielleicht auch Ambitionen hat, endlich mal wieder aufzusteigen. Das mal ganz grundsätzlich. Wie ist denn die Erwartungshaltung in Bielefeld aktuell? Ja, also generell wurde sowohl von unserem Kapitän, also von Klos, als auch generell vom Verein schon ausgerufen, dass es natürlich jetzt nicht mehr darum geht, nur noch die Klasse zu halten. Gerade mit den beiden letzten Saisons, die man als Vierter und als Siebter beendet hat, obwohl natürlich die Hinrunde letzte Saison
nicht so gut war, war hier schon, also viele in Bielefeld sehen schon, dass sie, man kann oben mithalten. Ob Aufstieg gerade in diesem Jahr wirklich drin ist, ist halt so eine Sache. Also das sagen vielleicht Leute, die irgendwie seit 10 Jahren diesen Verein nicht mehr wirklich verfolgt haben, sondern so mehr nach dem Motto, ja, also ich war noch dabei, als die Bundesliga gespielt haben. Es ist schön zu sehen, dass wir oben zwischendurch mithalten können und es ist auch momentan eine schöne Momentaufnahme. Aber ich glaube, gerade wird es halt momentan auch nichts. Also lieber nochmal 1-2 Jahre zweite Bundesliga spielen, um einfach auch ein bisschen Stabilität noch mehr in diese Mannschaft zu bringen. Weil ich glaube, man sieht es an allen Aufsteigern, es ist unfassbar schwierig, in dieser Liga zu bleiben über längere Zeit. Und daher gerade, wir sind finanziell zwar auf einem guten Weg, also wir sind ja finanzschuldenfrei durch das Bündnis Ostwestfalen, was natürlich schon unfassbar wichtig ist, weil wenn du aufsteigst und eigentlich finanziell es dir total schlecht geht, das ist natürlich eher kontraproduktiv, weil dann so ein Abstieg, hat man ja beispielsweise bei Paderborn gesehen, dich echt richtig tief nochmal reiten kann, also ligatechnisch her, und daher ist es, glaube ich, realistischer zu sagen, wir bleiben erstmal noch 1-2 Jahre in der zweiten Liga. Aber würdest du schon sagen, dass ihr aktuell, sag mal, mit dem besten Kader der letzten Jahre habt, oder ist das von mir eine Fehleinschätzung? Doch, auf jeden Fall. Also wird von der Mannschaft selber auch so mitkommuniziert. Also wir haben ja, Arminia hat ja selber auch einen Podcast, wo jetzt auch Klos oder auch Rejek, unser Finanzchef, Teil waren, und das hört man schon durch. Also von der Qualität her, auch mit dem Trainer, der weiß, was er will, ist schon sehr, sehr viel Qualität da. Ich meine, sieht man ja vielleicht ab und zu auch in der Tabelle dann mal. Wir haben gerade, was die Offensive betrifft, glaube ich, mit einer der besten der letzten Jahre. Einfach von uns persönlich auch. Aber es ist schon, gerade auch mit, die Neuzugänge sind unfassbar gut dieses Jahr. Und ich glaube, es liegt auch vor allem daran, weil wir unser eigentlicher, wirklich heftiger Abgang, sage ich mal, war jetzt der Kapitän Julian Börner, der ja nach England gewechselt ist. Aber auch den konnte man bisher in Ordnung ersetzen, weil er auch gerade die letzten 1-2 Jahre nicht mehr auf dem Niveau bei uns gespielt hat, was er vorher hatte. Sebastian, du bist ja auch Arminia-Sympathisant. Was sind denn deine Erwartungen eigentlich? Verfolgst du die Arminia überhaupt noch so intensiv, dass du ein Gefühl dafür hast, was möglich ist? Oder geht die komplette Zeit für den VfB drauf? Ich nehme jedes Jahr, jede Saison eigentlich vor, die Arminia wirklich Spiel für Spiel zu verfolgen. Schafft dann leider selten, aber ich habe natürlich auch diese Saison ein sehr gutes Gefühl, weil sie halt seit 2-3 Jahren komplett zusammen sind. Klar, Julian Börner ist nach England gewechselt, man hat halt aber dafür Jabo sensationell neu verpflichten können und man hat halt Evan Ostmelfen Prietl. Ja. Ist es, ne? Von Union Berlin verpflichten können, der definitiv eigentlich eher ein Erstligaspieler als ein Zweitligaspieler Hartl ist. Hartl meinst du, glaube ich, oder? Marcel Hartl, ja. Ja, Hartl, Entschuldigung. Verpflichten können, der halt jetzt im Mittelfeld dann die Fäden zieht. Und also man hat halt definitiv in Bielefeld das Potenzial aufzusteigen. Natürlich sprechen da halt dann Teams wie Stuttgart und Nürnberg und Hamburg und Hannover dagegen. Aber man hat, glaube ich, schon das Potenzial, da oben bis zum Ende mitzumischen. Also für mich war das Spiel gegen Stuttgart am Freitag schon nochmal ein Ausrufezeichen auch für die anderen Mitkonkurrenten von Bielefeld, denn ich würde sagen, Bielefeld hat bislang gegen Stuttgart wirklich die beste Leistung geboten, auch wenn es letzten Endes nicht belohnt wurde. Aber mir ist im Vorfeld aufgefallen, dass Bielefeld auch ähnlich wie Stuttgart immer wieder Probleme in der Defensive hat. Und eigentlich hat man das in dem Spiel nicht so richtig gemerkt. Es gab natürlich Chancen für den VfB, aber insgesamt fand ich, haben die eigentlich ganz gut verteidigt. Ich weiß nicht, Eva, du hast natürlich ein paar mehr Spiele gesehen. Kam dir das auch so vor, dass das Bielefeld sich etwas stabilisiert hat in der Defensive? Oder würdest du sagen, da ist immer noch relativ viel Luft nach oben? Ja, also ich glaube auf jeden Fall. Also einmal dadurch, dass Cedric Brunner nach langer Verletzungspause, der hatte sich damals im Mai eine Schulter-Eckgelenk-Sprengung zugezogen gegen Paderborn, jetzt wieder dabei ist. Das merkte man schon, weil er statt Jonathan Klaus gespielt hat.
das ist schon ein Unterschied, weil Klaus zwar schon viel Defensive gespielt hat, aber doch eigentlich eher offensiv einsetzbar ist. Und das merkt man gerade in der Rückwärtsbewegung. Also ich weiß nicht, als der kam in der zweiten Hälfte für Brunner, das auch den Stuttgartern aufgefallen ist, da war oft seine Seite sehr, sehr frei. Und wo wir natürlich auch ein bisschen das Problem hatten mit dem Ausfall eigentlich unseres Abwehrchefs seit dem Weggang von Julian Börner mit Brian Behrendt, hat zwischendurch schon drin gewackelt, weil immer wieder Umstellung, also wir hatten ja Alex Perez danach verpflichtet, dem ging es dann aber nach einem Spiel wieder nicht so gut und dann gegen Wien stand schon wieder eine neue Abwehr auf dem Rasen mit Nilsson und Pieper, die sich halt kaum kennen, weil Pieper noch sehr, sehr jung ist und jetzt noch gerade erst aus Schweden hinzugestoßen ist. Da merkt man zwischendurch, dass da einfach noch ein paar Abstimmungsschwierigkeiten sind, die bestimmt noch behoben werden. Also ich glaube, es ist dann keine Schande, dass sowas dann mal gegen Stuttgart passiert. Aber klar, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, weil wir haben schon in den Top 4 oder 5, glaube ich, mit die meisten Gegentore und das müssen wir auf jeden Fall abstellen. Ja, das war ja auch lange ein Problem, das uns so ein bisschen begleitet hat. Die letzten zwei Spiele, ja, die haben wir zwar zu null hinbekommen, aber natürlich auch mit Glück. Also die eine oder andere Latte und Pfosten hat da tatkräftig mitgeholfen. Aber gut, das gehört halt mit dazu. Wir werden gleich noch ausführlicher über das Spiel sprechen, aber mich interessiert natürlich auch so ein bisschen deine Außenansicht, was das komplette Thema VfB Stuttgart angeht. Da geht's ja immer heiß her. Wenn die Mitgliederversammlungen sind, dann fällt mal das Netz aus. Man hat fragwürdige Sportvorstände. Auch die Spieler sind nicht immer so, wie man sie sich eigentlich vorstellt als Fußballfan. Ganz grob mal, was ist denn so deine Assoziation mit dem VfB Stuttgart aktuell? Also wenn du den VfB oder wenn du den Namen VfB Stuttgart hörst, was kommt dir da in den Sinn? Ja, also auf jeden Fall schon Qualität. Und ich glaube, das sieht man auch immer. Also viele Einzelspieler, die unfassbar viel Qualität haben. Ich finde, es ist auch mehr von einem Team auf dem Platz zu sehen, als jetzt in der Bundesliga-Saison noch der Fall war. Ich habe euch letzte Saison einmal gegen Hoffenheim spielen sehen. Ich glaube, im März war das. Das ist schon, also einfach, glaube ich, das Gesamtpaket jetzt, Fans, Vorstand, alles Mögliche. Man wächst so ein bisschen mehr zusammen, weil einfach nicht mehr diese Diskrepanz quasi da ist zwischen was auf dem Spielfeld passiert, was von den Fans gewünscht wird und was irgendwie dann in den oberen Etagen umgesetzt wird. Aber kommt der VfB Stuttgart bei dir an wie ein Chaosverein oder würdest du sagen, also so die ganz großen hamburgischen Verhältnisse haben wir noch nicht, oder? Ich glaube, zu Beginn der Saison ab und zu schon. Glaube ich. Ich glaube, gerade als Verein, der gerade abgestiegen ist, ist das auch irgendwie was man nicht immer komplett abstellen kann. Aber es ist auf jeden Fall, also wenn man jetzt, glaube ich, mal irgendwie die drei Absteiger nebeneinander sieht, also mit Nürnberg, Hannover und eben Stuttgart, kommt Stuttgart da schon am besten weg. Also ich glaube, die haben... Yay! Wobei ich kann ganz kurz mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe gehört, dass es Spieler gab, die nicht zum VfB Stuttgart wechseln wollten, eben weil es der VfB Stuttgart ist. Ja? Und die haben gesagt, hier herrscht wenig Kontinuität. Der Trainer fliegt oft raus und auch, sag mal so, das Konzept, das vorgegeben wird, ändert sich mehrfach. Und das ist für unsere Karriere nicht sonderlich förderlich. Deswegen sehen wir von einem Wechsel ab. Und das soll wohl nicht nur einmal vorgekommen sein. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das unter Hitzesberger schon der Fall war oder eben unter Mislintat oder ob das noch eher den Herrn Reschke betrifft. Aber es gab halt offensichtlich dann doch Transfers, die man unbedingt tätigen wollte, die daran gescheitert sind, dass der VfB Stuttgart eben der VfB Stuttgart ist. Leider, okay. Muss man sagen. Ja, okay, aber also, ich glaube, das hat man irgendwie in jedem Verein mal. Also das generell... würde ich jetzt irgendwie sagen, würde ich dann doch eher nach Stuttgart wechseln, als tatsächlich irgendwie nach Hannover, wo ja unser heißgeliebter Mensch Martin Kind sitzt. Oder auch irgendwie Nürnberg, wo man das Gefühl hat, naja, also da ist auch in den letzten 4 Jahren irgendwie überhaupt nichts passiert. Das ist schon nochmal ein Unterschied, finde ich. Und ich finde generell, glaube ich, in der Stadt herrscht schon viel Akzeptanz. Also ich glaube, generell hat man so ein bisschen das Gefühl, man verzeiht dem Verein noch ein bisschen mehr als jetzt in anderen Städten.
Ja, das stimmt schon. Also wenn man sieht, wie voll das Stadion ist, auch Samstag 13 Uhr oder so gegen jetzt vielleicht nicht so geile Gegner, um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber es wird schon angenommen. Also die zweite Liga, solange es erfolgreich ist, ist das Stuttgarter Publikum da und applaudiert und freut sich. Das sieht natürlich in Hannover ganz anders aus. Und ich glaube, auch in Nürnberg hat man das jetzt häufiger mal gesehen, dass die Ränge leer blieben. Ich glaube, auch in der ersten Bundesliga war es oft so, dass in Nürnberg nicht ausverkauft war, meine ich mich zu erinnern. Also ja, also da scheinen die Fans dann doch, ich sag mal, einfach genug zu haben von den letzten Jahren. Also das ist ja schon, also gerade in Hannover und Nürnberg finde ich schon krass, was da passiert ist. Wobei Nürnberg aus meiner Sicht einen ganz guten Weg eingeschlagen hat. Ich glaube, der Aufstieg kam ein bisschen zu früh und dafür bezahlen sie jetzt vielleicht sogar nochmal in der Zweitligasaison jetzt. Aber was Hannover da so abzieht, seien es Trainerverpflichtungen oder auch Äußerungen des ehemaligen Präsidenten, ohne jetzt da detailliert drauf eingehen zu wollen, das ist schon fast absurd. Also das hat schon, ich weiß nicht, wer da hervorragend hinpassen würde nach Hannover. Ich glaube, das wäre wirklich eine tolle Station für Herr Reschke. Also bin mal gespannt, ja, ob der mal irgendwann also landet. Ich glaube schon, Hannover 96 läuft so ein bisschen außer Konkurrenz irgendwie. Also sei es sportlich oder strukturell, das muss man vielleicht dann irgendwie außen vor lassen. Spätestens mit der Verpflichtung von Dennis Aogo, ne? Ja, gerade eben, ihr werdet es vielleicht nicht mitbekommen. Aogo meinst du? Das wollte ich gerade sagen. Also Sebastian, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, die von uns sehr geschätzte Gina hat gerade einen Tweet abgelassen, dass Ina Aogo nicht bei Maredo reingelassen wurde. Bis sie, Skandal, also ich denke. Bis sie gesagt hat, dass sie Ina Aogo ist. Also an der Stelle. Also, wenn Ina Aogo in Hannover nicht bei Maredo reingelassen wird, dann muss man Hannover 96 vom Spielbetrieb abmelden. Also, auf jeden Fall. Ja, also es geht nicht. Gut, Spielerfrauen haben ihre Daseinsberechtigung, keine Frage. Aber ich glaube, da gibt's andere Podcasts, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Echt jetzt? Da möchte ich jetzt kein Feld besetzen, das ich vielleicht so auch gar nicht regelmäßig beackern kann, wie ich das gerne würde. Gut, also kommen wir zum Spiel an sich. Ja, das war ja schon sehr unterhaltsam. Für mich eines der besten Zweitligaspiele, die wir in der Saison gesehen haben. Ich hatte viel Spaß. Es gab eigentlich nie so richtige Downphasen, war mein Eindruck. Es ging eigentlich wirklich immer hin und her. Zu Beginn des Spiels war der VfB Stuttgart etwas aktiver, hat gute Chancen gehabt. 30 Minuten waren schon in VfB-Hand, oder? Ja, das würde ich schon so sagen. Ja. Das würde ich auch so sehen. Also es gab die gute Chance von Mangala, da hat er sehr schwach abgespielt. Ja, das war eine gute Chance, die er den kläglich vergibt. Also. Ja, aber eine Chance ist es ja trotzdem. Das war ein Rückpass. Wenn ich mal ganz kurz sagen darf, das hattet ihr öfter mal in der Partie. Genau. Das ist mir auch aufgefallen, dass die Abschlüsse diverser Spieler dann doch noch ausbaufähig sind beim VfB Stuttgart. Aber wir müssen uns ja noch irgendwo verbessern können. Von daher ist das für mich ganz okay. Aber ich war schon überrascht. Ich war in der Moment mal. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz zurückspulen. Ich muss mich erstmal entschuldigen bei allen Arminia Bielefeld-Fans. Denn in der letzten Ausgabe sind mir mehrere Fehler passiert. Zum einen habe ich den großen und auch von mir geschätzten Fabian Klos als Stefan Klos bezeichnet. Das geht ich habe dich nicht korrigiert. War das echt so? Ja, also Eva hat es uns im Vorgespräch bestätigt. Auf YouTube würde ich dafür auch wüst beschimpft. Ich finde es auch zu Recht. Also ich finde auch, wenn man sowas hört, muss man direkt unter die Gottlinie gehen, weil sonst kann ich es mir ja gar nicht merken, wie der eigentlich heißt, der Spieler. Gut, sei es drum. Also Entschuldigung an dieser Stelle. Und dann habe ich wirklich also einen Fehler gemacht, den bereue ich sehr. Ich habe behauptet, Arminia würde mit einem stupiden Zweitliga-Fußball sich ja, sag ich mal, auf Platz 3 gespielt haben. So, das muss ich jetzt ganz kurz erklären. Und Eva, du musst mir jetzt zuhören und dann musst du mir erklären, ob ich das richtig eigentlich interpretiert habe, was da in Bielefeld abgeht. Also, wenn ich mir Bielefeld-Spiele in dieser Saison angeschaut habe, dann ist mir schon aufgefallen, dass ihr ein sehr, sehr gutes Kurzballspiel habt und auch ja, kompakt im Mittelfeld steht. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Aber dann und wann gibt es irgendwie diesen taktischen Kniff, dass man sich weit zurückzieht, versucht, den Gegner irgendwie anzulocken, dann schlägt irgendein Abwehrspieler oder euer Torwart den Ball weit nach vorne, der dann bei zum Beispiel Fabian Klos landet und der dann, weiß ich nicht, eine Chance kreiert oder am besten ein Tor erzielt oder so. Also das ist mir ein paar Mal aufgefallen. Und das meinte ich jetzt mit diesem stupiden Zweitliga-Fußball. Sprich, du nimmst den Ball, drischst den nach vorne und da setzt sich halt einfach so jemand wie Klos durch oder natürlich auch Vogelsammer und macht die Bude. Habe ich das falsch beobachtet? Nein, das ist schon richtig. Also ich glaube,
mehr oder weniger perfektes Beispiel ist dafür tatsächlich das Spiel gegen Wien. Also wenn man sich da irgendwie Edmundson auch oder eben Klos, der sich einfach vorne hinstellt und durch seine Kopfballpräsenz da schon irgendwie, ja, einfach eine sehr, sehr gute Anspielmöglichkeit ist, ist das natürlich der Fall. Also es wäre auch dumm, würden wir das nicht nutzen. Ich glaube, wenn man, ich habe vor kurzem erst ein Interview gelesen, wo ich glaube, er ist Kister vom SV Sandhausen interviewt wird und er sagt, also Klos wäre schon ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, weil er einfach durch seine Präsenz einfach schon, da ist alles dunkel, wenn er vor einem steht, so nach dem Motto. Also wir wären dumm, würden wir es nicht nutzen, aber ich glaube gerade, manchmal wünsche ich mir, dass man das Spiel so ein bisschen besser interpretiert, schon während es stattfindet, weil ich glaube, gerade gegen Stuttgart hat man gemerkt, dass es einfach überhaupt nichts gebracht hat ab und zu, weil die einfach im Nichts landeten. Oder es kann auch mal richtig schief gehen, wie gegen Fürth, wo man meint, man müsste so fünfmal hinten rumspielen und dann stehen da leider drei Fürther und einer von denen haut halt einfach den Ball ins Tor. Also es ist immer, ja, es muss noch manches ein bisschen besser zusammenpassen, aber im Endeffekt hast du doch sehr recht, ja. Also es geht manchmal schon ein bisschen einfallslos nach vorne. Das ist mir übrigens gegen Stuttgart dann auch aufgefallen, dass man wirklich einen guten Ball spielt, also wirklich gute Pässe so auf 10 Meter, die kommen auch an, das funktioniert richtig gut und dann, weiß ich nicht, ist das eine Geduldsfrage, dass man dann plötzlich beginnt, wirklich diesen Ball lang nach vorne zu schlagen oder einen Seitenwechsel zu versuchen oder ist das eine Vorgabe von Uwe Neuhaus? Weißt du das? Boah, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, es ist ein Misch von beiden. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wer den Ball spielt. Also ich glaube, wenn man beispielsweise Hartl sieht, der sich wirklich von überall den Ball holt, also der läuft ja wirklich komplett zurück zum Torwart, um dann hintenrum sich den Ball zu holen, der kann sich dann auch mal durchtanken, auch so Leute wie Prietl. Wer es zum Beispiel eher schlechter kann, sind unsere Außen. Also gerade Brunner ist da, glaube ich, noch nicht so sicher drin. Der kann sich irgendwie gut von hinten den Ball holen, aber den dann mehr oder weniger sofort verteilen. Der läuft dann relativ schnell zurück. Also es kommt wirklich immer ein bisschen auf den Spieler an, der gerade den Ball hat. Und ich glaube, zum Teil ist das, was Neuhaus tatsächlich auch ein bisschen verlangt, weil er halt Schiss hat, dass sonst die Außen zu sehr frei sind, gerade in einem Konter. Und das darf man halt gegen Stuttgart gerade nicht machen. Also da sollte schon die Viererkette hinten relativ flott wieder zurück hinten stehen. So, und jetzt können wir wieder zurückspringen zum eigentlichen Spielgeschehen und zur offensiven Anfangsphase des VfB oder zur guten Anfangsphase des VfB. Da hat man gute Chancen gehabt, die dann, Sebastian, da gebe ich dir absolut recht, sehr schwach, ja, dann abgeschlossen wurden. Also der Mangala-Schuss dann der 10. Minute oder Rückpass, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ja, das war ein Witz, oder? War schon, ja, das war schon ziemlich schwach, da gebe ich dir recht. Aber ich weiß gar nicht, woher das kommt. Also der Mangala wird ja einen ordentlichen Schuss haben. Und ich glaube, Eva, du hast es gerade gesagt, das war ja nicht das erste Mal und es blieb auch nicht das letzte Mal, dass ein Stuttgarter Spieler so schwach abgeschlossen hat. Weiß nicht, ob man da noch ein bisschen Torschusstraining vielleicht machen sollte jetzt in der Mercedesstraße. Ja, aber auch Bielefeld, muss man sagen, ist ganz gut in die Nummer hier reingestartet. Ich glaube, Vogelsammer hat ziemlich früh eine gute Möglichkeit bekommen, als er außerhalb des Strafraums einmal abgezogen hat. Da hat Kobel gut gehalten. Und dann dauerte es wirklich eine ganze Weile, bis Bielefeld so richtig in die Partie reingekommen ist. Also für mich persönlich ging das einher mit der gelben Karte von Klos, ja, die ja mit Sicherheit hier zu diskutieren ist in der, was war das, 27. Minute, genau. Ja, als er eigentlich relativ leichtes Foul gegen Bartschuber begeht, zurückgepfiffen wird und anschließend völlig austickt, ja, meckert und jetzt, also ich würde sagen, zu Recht die gelbe Karte bekommt. Ich weiß nicht, wie siehst du es, Eva, war das für dich überzogen in dem Moment vom Schiedsrichter? Also generell gelbe Karte wegen Meckern, dagegen sage ich generell nichts, weil ich finde, jemand wie Fabian Klos, der genug Spielerfahrung hat, muss in dem Moment wissen, wie er sich zusammenzureißen hat. Aber auf der anderen Seite verstehe ich so ein bisschen seinen Unmut, weil, und ich glaube, das wurde jetzt auch in sämtlichen Netzwerken öfter mal diskutiert, ich habe den Schiedsrichter zwischendurch nicht so ganz verstanden, was gerade so irgendwie Duelle in der Luft anging, was er da gepfiffen hat. Also da hat er meiner Meinung nach irgendwie überhaupt keine Linie verfolgt. Also für mich auf jeden Fall im Stadion
null erkennbar. Und ich glaube, ich kann ein bisschen verstehen, das waren halt so Fouls, die Klos im Endeffekt, glaube ich, in jedem Spiel 5-6 Mal gegen sich kriegt und davon wird vielleicht eins gepfiffen. Er regt sich aber einfach ein bisschen zu viel auf. Also ich kann das verstehen, wenn das irgendwie ein Derby ist oder so, aber war es halt nicht. Und dann muss er sich auch zurückhalten und das haben sowohl Neuhaus als auch, ich glaube, diverse andere Leute nach dem Spiel gesagt. Ich glaube, es geht aber ein bisschen um das Ganze drumherum. Und ich meine gerade, wir wissen ja alle, wie das Spiel ausgegangen ist und was so knappe 30 Minuten später passiert ist. Dann ist es alles so ein bisschen, ja, komisch. Sebastian, wie würdest du die Leistung des Schiedsrichters bewerten? Also wir haben natürlich auch ganz besondere Eindrücke, vor allem nach dem Spiel gegen Fürth gesammelt. Ja, wie warst du jetzt zufrieden mit der Leitung des Schiedsrichters in diesem Spiel? Ja, also ich denke schon, mit dem Rückblick auf 8 Saisonspiele muss man sagen, dass Timo Gerach, so heißt er glaube ich, unser bester Schiri war. Ich sage jetzt unser, nicht im Sinne von uns aus VfB-Sicht, sondern ich fand ihn echt gut. Also er hat relativ souverän geleitet. Ich habe die gelb-rote Karte gegen Fabian Klos natürlich relativ wohlwollend zur Kenntnis genommen, aber hatte halt wirklich innerhalb von Millisekunden so ein Flashback auf die gelb-rote Karte von Mario Gomez im Heimspiel gegen Freiburg einfach, ne, wo er halt hochsteigt, geht ein Luftkampf, ist halt nicht wirklich unfair und wird halt rausgeschmissen und denkt irgendwie, ja gut, du kannst es halt geben, wenn du halt die Regelauslegung total eng anlegst, aber ach, du kannst doch ein Auge zudrücken und so war es halt auch da. Wobei natürlich die Situation im Zweikampf, im Luftkampf gegen Stenzel wahrscheinlich wirklich gelb war und man eher über die gelbe Karte aufgrund von Meckerns oder Nicht-Meckerns diskutieren muss. Es war hart, aber der Schiri generell fand ich gut. Und ich fand es halt total bezeichnend, diese Situation, als Mario Gomez dann den vermeintlichen Führungstreffer erzielt und dann wird abgepfiffen und es gibt Videobeweis und es gibt halt irgendwie gar keine Spielertraube um Gerach herum. Ne? Also Mario Gomez steht da und sagt irgendwie, ja komm, dann sag mir, war es ein Tor oder war es kein Tor? An der Außenlinie steht halt irgendwie der Assistent und freut sich lächelnd darauf, ob er jetzt recht gehabt hat oder nicht. Also das war irgendwie schon so ein bisschen strange, weil es war 60. Minute, steht 0-0. Das ist ein richtig wichtiges Spiel. Und es war irgendwie total relaxed. Also, aber ich fand den Schiri gut. Also ich fand ihn definitiv besser als die FIFA-Schiris, die uns bislang gepfiffen haben. Also ich muss dazu sagen, ich fand den Schiedsrichter an sich auch nicht schlecht. Ich fand trotzdem, dass er genau in diesem Moment, als er Klos die gelb-rote Karte gegeben hat, so ein bisschen seine eigentliche Linie verlassen hat. Weil er hat absolut immer so ein bisschen, er hat die Spieler ein bisschen machen lassen, hat nicht so schnell gelb gegeben. Ich glaube, insgesamt hat Bartsch aber noch gelb bekommen, also es gab nur 3 gelbe Karten oder so. Prietl hat gelb bekommen, das war's dann auch schon. Und natürlich Klos 2-mal gelb. Ja, so. Ja. Und das finde ich auch okay, wenn du das so laufen lässt. Und ich bin auch absolut bei dir, wenn du sagst, das ist eine gelbe Karte, die Aktion gegen Stenzel von Klos würde ich auch so unterschreiben. Aber da möchte ich kurz einhaken, aber Klos ist halt auch Kapitän, ne? Und er hat seine erste gelbe Karte dafür bekommen, nicht weil er faul gespielt hat, sondern weil er gemeckert hat, ne? Und dann kriegt er seine vermeintliche zweite, weil er vielleicht gefault hat. Und dann kannst du ihm nochmal sagen, hey, noch eine Aktion und du bist raus. Aber die erste Aktion war halt aufgrund seiner Kapitänsbürde quasi. Ne? Er hat gemeckert, weil er Kapitän ist. Und dann kommt die zweite wegen Luftkampf und da musste ihm, ich denke halt, schon noch eine Chance geben irgendwie. Also das sehe ich eben auch so. Weil er hat ja davor nicht irgendwie wahnsinnig unfair gespielt. Und es gab ein paar Mal eine Situation, als man auch... Ich meine, Fabian Klos ist irgendwie 2,80 Meter groß, ne? Und jedes Mal, wenn der in Zweikampf geht, dann sieht's halt aus wie ein Foul, wenn er halt gegen Stenzel irgendwie geht, ne? Und da musst du halt ein bisschen Augenmaß bewahren. Ja, also ich finde auch, hier muss der Schiedsrichter ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl an den Tag legen und ihm dann Klos vielleicht schon nochmal die Möglichkeit geben, ein paar Minuten auf dem Platz zu bleiben oder vielleicht dann halt Neuhaus die Möglichkeit geben, dass er ihn dann runternimmt. Absolut, weil ich glaube, in dem Moment, wenn er dann eine klare Ansage gemacht hätte, hätte Neuhaus vielleicht auch reagiert. Ich weiß nicht, Eva, vielleicht kannst du dazu was sagen. Würde Neuhaus euren wichtigsten Stürmer, kann man ja so sagen, vom Platz nehmen? Oder ist das jemand, den man dann auch einfach mal nach der letzten Ansage auf dem Platz lassen kann und er hat dann kapiert, was der Schiedsrichter von ihm nicht mehr sehen möchte?
Ich glaube, das ist tatsächlich immer so ein bisschen spielabhängig. Ich glaube, in dem Spiel hat er es tatsächlich gemacht, weil man kann Klos auch runternehmen. Also so ist jetzt nicht, aber wenn er halt komplett fehlt, das ist halt eben das Ding. Also wenn wir meinetwegen auch Staude reintun oder so, dann haben wir ja trotzdem immer noch mehr oder weniger 11 Mann auf dem Feld stehen. Es ist halt, ich sehe es halt ähnlich. Also ich finde, wenn er da die gelbe Karte zeigt, muss er mindestens 5 weitere auf beiden Seiten verteilen. Also ich nehme uns da absolut nicht raus. So manche Dinger, die da von Edmundson kamen, musst du eigentlich auch mit Gelb bestrafen, weil er ja da zum Teil irgendwie, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich weiß nicht, wer es war, aber irgendeinen von euch, glaube ich, einmal schön in die Bande reingrätscht. Das ist halt gelb. Ja. Ich habe auch, hatte zwischendurch ein bisschen das Gefühl, dass taktische Fouls, bis auf das von Pritel, nicht so eine Rolle bei Gerach gespielt haben. Also ich kann mich an eine Aktion im Mittelfeld erinnern, wo, glaube ich, Hartl antritt. Und da kommt irgendjemand von links und grätscht ihm aber auch nur in die Beine. Und da gibt's halt Vorteil für, ist ja vollkommen okay, aber man kann halt auch nachträglich gelbe Karten zeigen. Und ich finde halt gerade diese ganze Luftkampfsache, ich glaube, da ging es einmal gegen Nilsson noch, dass da irgendwie auch ein Ellenbogen im Spiel war. Und dann muss er es halt wirklich konsequent weiterpfeifen. Also wenn er dann irgendwann sagt, okay, ich verlasse meine Linie, weil irgendwie möchte ich das mehr bestrafen, was ich auch vollkommen okay finde. Ich finde, Fouls gegen den Kopf sollten eh konsequenter bestraft werden. Aber dann muss ich es halt wirklich für beide Seiten und das den Rest des Spiels dann durchziehen, weil sonst finde ich, ist von unserer Seite aus, also von Arminias Seite auch, jegliche Kritik kommt dann halt auch berechtigt. Also Schiedsrichterdiskussionen gehören natürlich zu diesem Podcast wie ja, das Orakel Olaf. Ich kenne es vielleicht noch nicht. Das ist die Katze, die jetzt, ich glaube, 10-mal in Folge das Ergebnis richtig getippt hat, das VfB Stuttgart. Unglaublich. Okay. Natürlich letzte Woche auch wieder den Auswärtssieg vorhergesagt. Dazu kommen wir nachher noch, Sebastian. Ich werde dich da nochmal komplett aufklären, wie oft Olaf wirklich hier schon brilliert hat. Aber diesmal muss man sagen, konnten wir wenigstens mit den VAR-Entscheidungen, denke ich mal, ganz gut leben. Es gab in der 21. Minute eine Situation, da wurde zunächst auf Elfmeter entschieden. Ich glaube, Al-Gadoui wurde gefoult, ich weiß gar nicht mehr genau von wem. Und später wurde hat der VAR sich gemeldet und meinte, ja, es war eine Abseitsstellung, der Elfmeter wurde zurückgenommen. Ich glaube, darüber braucht man gar nicht diskutieren, es war relativ eindeutig. Etwas knapper war das Ganze bei dem von dir schon angesprochenen vermeintlichen Führungstreffer des VfB Stuttgart in der 77. Minute, als Gomez eben einnetzte, kurz nach seiner Einwechslung und es dann eine ganz, ganz knappe Abseitsentscheidung vermutlich gab, muss man sagen, denn die Kameraperspektive, die mir gezeigt wurde, die lässt da absolut keinen Rückschluss zu. Also die Linie, die da angelegt wird, mag sein, dass die stimmt, kann aber auch sein, dass die völlig krumm ist, das weiß kein Mensch. Und wie gesagt, diese Kameraperspektive so leicht schräg, oder ich sag mal, ich weiß noch nicht, wo die Kamera stand, keine Ahnung, auf jeden Fall stand die nicht auf Höhe des 16ers und das verzerrt halt natürlich unglaublich das Bild und ich weiß nicht, ob Gomez nun wirklich im Abseits stand oder nicht, aber ja gut, da würde ich sagen, kann ich mit der Entscheidung trotzdem leben und hoffe, dass es dann ähnlich vielleicht auch mal für uns läuft, ja, dass es mal so eine undurchsichtige VAR-Nummer gibt und wir davon profitieren. Das wäre natürlich nicht schlecht. Gut, VAR haben wir abgearbeitet, da brauchen wir nicht mehr allzu viel dazu zu sagen. Aber ich möchte nochmal wirklich so ein bisschen auf die sehr engagierte Bielefelder auch zweite Halbzeit eingehen. Also die erste Halbzeit haben wir ja schon gesagt, da war der VfB zunächst tonangebend, hat gute Chancen gehabt, die sie nicht genutzt haben. Dann kam Bielefeld eben nach dieser gelben Karte von Klos immer besser ins Spiel. Genau das wollte ich die Eva noch fragen. War das so eine Initialzündung irgendwie, als Klos dann damals sich ein bisschen auch Luft gemacht hat und einfach mal einen rausgelassen hat, so möchte ich es mal sagen. War das auch ein Zeichen an die Mannschaft? Weil danach ging es halt wirklich ab. Vogelsammer hat eine gute Chance gehabt, Hartherz mit dem Lattenschuss, Klos selber dann nochmal kurz vor der Halbzeit mit einer unglaublich guten Chance, die Kobel gut hält. War das eben das Zeichen an die Mannschaft? Jungs, das kann nicht sein, dass wir hier gegen Stuttgart mehr oder weniger nur zuschauen und die dann irgendwann mal das Tor erzielen. Ja, ich glaube tatsächlich schon ein bisschen. Also ich glaube, es kam dann tatsächlich auch ein bisschen von den Rängen, weil das war auch, also ich stehe ja schon da im Stimmungsblock, um das jetzt mal nett auszudrücken. Das hat man bei uns auch gemerkt. Also das war dann einfach auch ein Moment, wo von uns aus kam so, okay, also irgendwie geht's jetzt auch so nicht weiter und wir müssen jetzt auch irgendwie mal ein bisschen reagieren und dann wurde es von uns auch, glaube ich, auch ein bisschen lauter.
Und das überträgt sich, glaube ich, doch schon ab und zu mal auf dem Rasen. Und Klos hat dann, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Jetzt-Erst-Recht-Stellung. Ich fand es dann danach gerade, also wirklich, wie wir in die zweite Halbzeit gestartet sind, unfassbar gut. Also ich glaube, das war die besten 15 Minuten oder ja 15 Minuten, die wir bis dato in dieser Saison gespielt haben fast. Und das ist halt auch durch diese gelb-rote Karte hat, finde ich, das komplette Spiel ein bisschen an Qualität verloren. Weil auch von Stuttgart, was danach kam, war halt viel dieses, okay, wir sind jetzt in Überzahl, wir laufen jetzt einfach immer mehr oder weniger blind nach vorne. Also es war klar, dass dann irgendwann das Tor fällt, aber es war eben nicht mehr dieses echt ansehnliche Fußballspiel, was es bis zur 60. Minute war. Kann sein, dass es jetzt einfach auch eine sehr einseitige Sicht ist. Aber das ist dann, ja klar, danach war halt Stuttgart dann natürlich die komplette Qualität genutzt, die sie halt haben und mehr oder weniger das Spiel dominiert. Also ich glaube, ja, bei uns gab es dann ja auch eine komplette Umstellung, Pieper als Stürmer nach vorne und hier, also hinten dann nochmal eine komplette Neusortierung. Dann war halt irgendwann bei uns die Luft raus, aber es war halt zwischendurch dann echt ein richtig, richtig gutes Fußballspiel und ich glaube, das ist das, was viele Arminia-Fans auch sagt, so klar, okay, wir haben jetzt das erste Saisonspiel verloren, aber wir sind jetzt nicht irgendwie mit 5-0 untergegangen. Wobei Pieper ja noch eine richtig gute Chance hatte in der 83. Als Klaus eine Flanke reingehauen hat und für mich war das so überhaupt die erste richtig große Chance in der kompletten zweiten Halbzeit, wenn man jetzt mal von diesem Abseitstreffer von Gomez absieht. Ansonsten fand ich, kam vom VfB in der ganzen zweiten Halbzeit viel zu wenig. Ich weiß nicht, wie du siehst, Sebastian, warst du ein bisschen enttäuscht, was die zweite Halbzeit angeht? Ja, absolut. Also ich meine, ich bin ja so halb VfB und irgendwie so ein Viertel Arminia-Fan, ne? Wie gesagt, in Ostwestfalen geboren und ich hätte mit dem Unentschieden wirklich gut leben können, gar keine Frage, aber wenn du dann siehst, die Arminia ist halt die letzten 30 Minuten Unterzahl und du kommst halt mit deinem 12.000 Milliarden Dollar Kader da an, also, und spielst halt gegen die Arminia, die halt, ja, ein kompletter Underdog ist, da müsste halt vielleicht ein bisschen mehr rauskommen, halt, als in der Nachspielzeit irgendwie das glückliche 1-0, also ich habe ja auf Facebook irgendwie auf dem Medikalpass relativ viel Prügel dafür bezogen, aber ich bleibe dabei. Es war ein glücklicher Sieg für den VfB. Es ist nicht unverdient gewesen, aber es war glücklich. Ne? Also wenn du es in 90 Minuten nicht schaffst, gegen die Arminia zu Hause ein Tor zu erzielen und es auch in 30 Minuten in Überzahl nicht schaffst, ein Tor zu erzielen, sondern wirklich in der letzten Sekunde, dann ist das halt einfach ein bisschen glücklich. Und es war nicht unverdient, da keine Frage. Der VfB hat ein richtig gutes Spiel gezeigt. Ja, aber die Arminia hat halt irgendwie das gezeigt, was sie drauf hat, ne? Also irgendwie so Underdog-Mentalität und hat halt wirklich total gekämpft und es war ein richtig, richtig gutes Zweitligaspiel und ich glaube auch, dass der VfB seine beste Performance in der Saison bislang gezeigt hat und Arminia vielleicht auch und es war halt so ein richtig geiles Zweitligaspiel und ich bin total froh, dass der VfB die drei Punkte geholt hat. Und ich hoffe, dass dann Arminia auch am Ende da steht, wo sie jetzt stehen. Aber ich fand es war ein tolles Spiel. Ja, aber es war halt nach wie vor nicht überragend vom VfB. Also der entscheidende Unterschied, warum Stuttgart am Ende das Spiel gewonnen hat, war natürlich zum einen die gelb-rote Karte, gar keine Frage, die hat das Spiel verändert und dann auch ein Stück weit mit entschieden. Aber vor allem ist mir aufgefallen, dass es im Mittelfeld einfach klare Vorteile für den VfB gab. Also das war für mich persönlich das Ding, wo ich gemerkt habe, okay, wenn was geht, dann wahrscheinlich am Ende für den VfB Stuttgart, weil Bielefeld aus meiner Sicht zu viele Duelle im Mittelfeld verloren hat und auch das, was sie sonst ganz gut gemacht haben, also in zurückliegenden Spielen, nämlich den Ball laufen lassen, kompakt stehen und vor allen Dingen viele Pässe zu spielen oder deutlich mehr als jetzt am Freitag, das fehlte komplett und das lag definitiv natürlich auch an den, ja man kann sagen, waren es jetzt 3 Achter oder 1 Sechser und 2 Achter oder von mir aus 2 Sechser und 1 Achter, aber das lag halt daran, dass man mit Mangala, Askasiba und Karasor schon eher defensiv denkende Mittelfeldspieler auf dem Platz hatte, die zwar alle jetzt, sag ich mal, nicht die Traum-Zweikampfquote hatten am Ende des Tages, aber dann trotzdem viele Ballaktionen hatten, viele Kilometer abgespult haben, gute Pässe gespielt haben, also auch da eine gute Passquote vorzuweisen hatten und die eigentlichen Strippenzieher bei Arminia, ja, die kamen ja nie so richtig ins Spiel. Eva, ich weiß nicht, wie es dir ging. Warst du ein bisschen enttäuscht von Marcel Hartl, dass der ja jetzt in diesem Spiel
sagen wir, nicht so auftrumpfen konnte wie bisher in der Saison, weil ich meine, der war nicht schlecht, ja, möchte ich gleich dazu sagen. Der war echt gut. Aber trotzdem glaube ich, dass er sich enorm schwer getan hat gegen diese sehr kompakt stehenden Stuttgarter im Mittelfeld und das gefiel ihm, glaube ich, nicht ganz so gut. Ich glaube, also das Gefühl hatte ich zwischendurch auf dem Platz auch. Also man hat öfter mal gemerkt, er lief dann auch wirklich immer öfter nach hinten, um den Ball direkt zu bekommen, weil unser wunderschöner Linksverteidiger wirklich unfassbar neben sich stand mal wieder, finde ich. Also Florian Hartherz ist so ein Kandidat, wo ich auch nicht so richtig weiß, was man jetzt mit dem anfangen kann. Aber ja, genau. Also es war schon, dass Hartl eben sich nicht so entfalten konnte, wie noch gegen Wien oder auch gegen Hannover beispielsweise, wo er wirklich ungefähr jeden Meter auf dem Platz gelaufen, einmal durchgelaufen ist. Aber das gehört halt doch dazu und das muss ja, glaube ich, auch so ein Spiel braucht er auch zwischendurch, um auch Alternativen für sich selber zu finden. Ich denke mal, uns wird es ähnlich gegen den HSV in 2 Wochen gehen. Da wird es auch solche Momente geben, aber darauf ist er jetzt halt eingestellt und kann da vielleicht sich selber nochmal an 1-2 Punkten irgendwie ein paar Sachen angucken, gucken, wie er da besser reagieren kann. Ich hoffe natürlich, dass ihr aus dem Spiel gegen Stuttgart lernt und es besser macht gegen den HSV. Ja, ein Kantersieg. Ja, genau. Was mir auch noch aufgefallen ist, Edmundson, der fand eigentlich auch überhaupt nicht statt im gesamten Spiel. Also ich weiß nicht, er wurde, glaube ich, nach 70 Minuten oder so ausgewechselt. Jetzt muss ich nochmal nachgucken, dass ich keinen Quatsch erzähle. Genau, nach 67 Minuten wurde er ausgewechselt. Im gesamten Spiel gerade mal 25 Ballkontakte, nur 12 Pässe, von denen auch nur 8 ankamen, 27% gewonnene Zweikämpfe. Also Edmundson hat man auch komplett aus dem Spiel genommen. Also da fehlt natürlich dann schon eben die kreative Schaltzentrale, wenn man das so sagen kann, im Mittelfeld. Edmundson hat nicht gut gespielt, Hartl hat nicht gut gespielt. Da schließt sich natürlich der Gedanke an, hätte ein Reinhold Jabo vielleicht dafür Stabilität sorgen können? Und ist das dann vielleicht genau der Unterschied, oder genau der Punkt, warum dann eben Arminia nicht als Sieger vom Platz geht oder eben keinen Punkt mitnimmt, weil dann eben so ein Spieler wie Jabo fehlt? Finde ich schwierig, weil ich muss sagen, dass sich Jabo nicht wirklich auf dem Level zwischendurch befindet, auf dem er sich beispielsweise vor 2 Jahren bei Arminia befunden hat. Er hat zwischendurch immer wieder so Situationen, wo man merkt als Fan, okay, ihm fehlt vielleicht noch so, dass die letzten 5%, damit er wieder auf seinen 100% ist. Also da ist es momentan mit Edmundson schon besser. Ich finde, so richtig ins Spiel kam er tatsächlich erst mit dem Platzverweis von Klos, also gerade was gelaufene Meter anbelangt. Also da ist er echt unfassbar viel gelaufen. Da ging es ja auch immer irgendwie Richtung dem Tor vor unser Süd. Also das hat man vielleicht auch immer besser nochmal im Blick. Aber da ist er echt viel gelaufen. Es sind halt einfach die Bälle nicht mehr angekommen, glaube ich. Daran lag es vor allem primär. Weil Edmundson spielt zum Beispiel bei den Färöer Inseln, was ich immer noch sehr lustig finde, als zentraler Stürmer und auch als einzige Spitze vorne. Und da wird er auch komplett nicht in Szene gesetzt. Also da kann ich schon mal mit 99%iger Sicherheit sagen, dass er wird nicht Klospositionen einnehmen gegen Osnabrück. Also ich habe mir tatsächlich mal ein Spiel von den Färöer Inseln, ich glaube gegen Spanien oder so, angeguckt. Ja, unfassbar. Nee, ich glaube, es war noch nicht mal Spanien, es war irgendwer anders, aber Schweden. Genau, es war gegen Schweden. Auch nicht viel dankbarer, aber machbarer als Spanien, würde ich jetzt mal sagen. Aber der bekommt keinen Ball da vorne, ne? Also der bekommt vielleicht 10% der Bälle, die irgendwie in der gegnerischen Hälfte landen. Der ist halt einfach nicht dafür gemacht, einziger Stürmer bei Bielefeld oder, glaube ich, generell zu spielen, weil ihm, glaube ich, auch ein bisschen was an Metern oder Zentimetern nach oben fehlt und die Bissigkeit, die auf der anderen Seite Vogelsammer besitzt, weil der Kerl kann sich ja irgendwie gefühlt 5 Meter in die Luft schrauben durch sein ganzes Krafttraining da. Das fehlt ihm, glaube ich, ab und zu noch so ein bisschen, aber trotzdem muss ich sagen, dass er gerade diese Saison schon gut mit den beiden anderen harmoniert. Deshalb habe ich auch ein bisschen Angst vor Osnabrück. Florian Hartherz hast du auch schon angesprochen, der ja in der 91. Minute einen Fehler begangen hat, indem er einfach zu früh nach außen gerückt ist und den Raum aufgemacht hat, um
ja, kämpft dann fast schon einzuladen, diesen Vertikalpass natürlich, ja, auf Förster zu spielen. Ja, aber auch Pass, echt? Ja, aber auch sonst war Hartherz für mich natürlich ja schon die große Schwachstelle bei euch in der Mannschaft. Muss man leider so sagen, wenn man auch sieht, wie Stuttgart das dann ausgespielt hat, Mangala hatte die meisten Ballkontakte aller Mittelfeldspieler, also das war eben seine Seite, das war Hartherz Seite und dann kam natürlich noch Stenzel mit dazu, der natürlich jetzt nicht klassisch wie so ein Rechtsverteidiger bis zur Grundlinie durchmarschiert, aber dennoch ist es natürlich die Seite von Hartherz, die er dann beackern müsste, auch mal gegen Stenzel. Auch der hat ein grandioses Spiel machen können. Wie gesagt, also Stenzel, da muss ich mich immer ein bisschen zurückhalten, weil ich mutiere so langsam zum absoluten Fanboy. Das ist einfach zu gut, ja, was der aber, da jedes Mal spielt. Aber Ricky, du wirst doch in Freiburg gehört und mit jeder Lobeshymne steigt halt die Ablösesumme einfach. Du, ne? Also, ich sag mal so, Sebastian. Aber das ist schon relativ brillant, was der Typ halt hinten rechts halt spielt. Ne? Mit irgendwie 1 Milliarde Ballkontakten und 100.000 angekommenen Pässen, gar keine Frage. Wir haben bald den zweiten Investor. Ja, und ich bin der Meinung, da muss so ein Pascal Stenzel einfach drin sein. Ja, also ein Spieler, der jetzt gefühlt wirklich in jedem Spiel weit über 100 Ballkontakte hat, über 100 Pässe gespielt hat jetzt in diesem Spiel gegen Bielefeld, 113 Pässe, 92% davon sind angekommen. Das sind schon beeindruckende Werte. Und wenn man dann auch überlegt, dass er die meisten Dribblings aller Spieler gewonnen hat, und auch noch die meisten Tacklings. Also das ist einfach so. Ja, und dann auch noch vermutlich halt irgendwie 3 verschiedene Positionen spielt. Irgendwie das ist sowieso das Nächste, ja. Innenverteidiger also, und Sechser, das ist halt schon ein ganz großes Kino, gar keine Frage. Ich fordere jetzt schon die Stenzelcam für VfB TV. Ja, ich kann mich an diesem Spieler nicht satt sehen. Ich finde es einfach großartig, wie er so ein Raumverständnis hat. Ja, also er merkt sofort, wo muss ich hin, um zum Beispiel Lücken zu schließen, und auf der anderen Seite weiß er auch, wo er sich hinbewegen muss, um eben ja einfach zum Beispiel Räume für andere Spieler zu öffnen oder selber als Anspielstation wieder da zu sein. Das ist alles nicht zufällig, warum der Spieler so viele Ballkontakte hat und andere Spieler haben die nicht, sondern er scheint von allen Spielern, die momentan auf dem Platz stehen, das System Tim Walter am besten verstanden zu haben und am besten umsetzen zu können. Das ist kein Zufall. Also du kannst nicht jetzt zum 8. Mal in Folge oder wenn man das DFB-Pokalspiel mit dazu nimmt, zum 9. Mal in Folge die meisten Pässe und die meisten Ballkontakte haben, weil du dann einfach nur Glück hast oder so. Also das ist einfach eine enorme Qualität, die wir da auf der rechten Seite haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir ihn nicht hätten, glaube ich, dass wir das ein oder andere Spiel vielleicht sogar schon verloren hätten oder zumindest eben nicht gewonnen hätten. Also das ist für mich wirklich ein absoluter Unterschiedsspieler. Aber sag's nicht zu laut, weil, ne, keine Kaufoption. Don't jinx it. Ach so, das meinst du. Es gibt immer eine Option. Nein, natürlich, aber wir haben ja kein Geld. Keine Kaufoption. Ja, gut, aber ich muss Eva trotzdem mal fragen, was da eigentlich los ist mit dem Florian Hartherz. Ist das so euer Linksverteidiger schlechthin? Oder ist das momentan eine Backup-Lösung? Hat er nur einen schlechten Tag gehabt? Weil da war ich schon ein bisschen überrascht. Boah, dann hat er aber 364 Tage im Jahr einen schlechten Tag. Wir nennen dieses Problem übrigens in Sua. Da hast du doch gerade Eva Steckenpferd getroffen irgendwie, oder? Also das ist wirklich der Kerl, ich weiß es nicht. Also eine Freundin von mir und ich sagen, ich glaube, Florian Hartherz hat noch genau eine Gehirnzelle übrig und er entscheidet immer, wann er sie benutzt und wann nicht. Also wenn er alleine schon in, also ich sage das jetzt, ihr seht das natürlich nicht, aber in Anführungszeichen, ne? Zweikämpfe geht. Das kann ich nicht Zweikampf nennen. Ich glaube, den führt er erstmal im Kopf aus. Also wenn er da schon rumläuft, als würde er sich eigentlich lieber für die Rolle vom Hulk bewerben. So irgendwie so, wie so ein Krebs übers Spielfeld läuft. Ne? Dann denke ich mir schon so, um Gottes Willen, ey. Also der greift ja überhaupt nicht an. Also so das halbe Stadion ruft so nach dem Motto so, Alter, geh da doch mal dran. Und er rennt einfach in die komplett andere Richtung. Ich verstehe es nicht. Und das ist scheißegal, ob das gegen Stuttgart oder gegen Wien Wiesbaden ist. Der Kerl hat ein Abwehrverständnis. Also das kann ich verstehen, wenn das jemand wie Vogelsammer ist, der normalerweise Sturm spielt. Ne? Aber Florian Hartherz ist nun mal unser Linksverteidiger. Und ich möchte wirklich mal gerne wissen, was Anderson Lukoki im Training verbrochen hat. Das hat er jetzt also wirklich jede Woche den Vorzug erhält, weil das so scheiße kann Lukoki nicht trainieren, wirklich nicht. Also ich möchte gerne mal wissen, was Hartherz im Training bringt. Der muss ja spielen, als wäre irgendwie eigentlich, keine Ahnung, irgendwie der neue Lionel Messi oder so.
Also sonst kann ich mir das wirklich nicht erklären. Also ich meine, wenn euch selbst euch das auffällt, wo ihr jetzt natürlich eigentlich nicht Fan dieser Mannschaft seid, also natürlich kam er zu spät, hat jetzt kommt immer zu spät. Und dann steht er da rum und denkt so, okay. Also hier, ich habe ja natürlich mit Freuden diese ganzen tollen Terodde-Tore gegen uns miterlebt, aber da sieht man den auch. Also ich gucke mir die Sachen an, gucke, wer überhaupt verteidigt. Und dann sehe ich, oh, es hat Herz. Naja, ich wundert mich das nicht, dass das Tor fällt. Also das ist genauso. Kann sich auch wunderschönes Spiel letztes Jahr gegen Ingolstadt angucken. Unser vorm Stuttgart-Spiel, letztes verlorenes Spiel. Wo der Sonny Kittel einfach macht. Also Kittel stellt sich den hin, als wäre er eigentlich so eine Schachfigur in seinem Spiel. Und irgendwie verstehe ich wirklich nicht, also ob Lukoki die alle zu sehr mit seinem tollen selbstgeschriebenen Song genervt hat oder weiß ich was, aber irgendwas muss der verbrochen haben. Wer übrigens denkt, dass die Eva gerade übertreibt, der kann sich doch mal das 1-0 anschauen, denn da erlebt man Florian Hartherz wirklich in Full Effect und am liebsten würde ich jetzt gerade deine Beschreibung unter dieses Tor legen, weil das war eigentlich genau das, was du beschrieben hast. Also du siehst halt einen Abwehrspieler, der nicht so richtig weiß, was er jetzt gerade machen soll, sieht ganz rechts außen, läuft auch noch ein Stuttgarter, aber Kempf, also eigentlich war klar, wo Kempf hinspielt. Es war eigentlich allen klar, wo Kempf hinspielt. Aber leider Gottes eurem Linksverteidiger nicht so richtig. Und ohne diesen Blackout, nenne ich ihn jetzt mal, hätten wir wahrscheinlich nur einen Punkt mitgenommen. So sage ich danke, Herr Hartherz. Ab jetzt kann er sich von mir aus steigern. So. Ja. Und Eva hat uns auch nochmal nachdrücklich davor gewarnt, uns besagten Song anzuhören. Und ich habe es auch bislang nicht gemacht und ich werde es auch nicht machen. Aber Sebastian, ich will von dir noch wissen, ja, wie du insgesamt mit der Leistung von Al-Ghadoui zufrieden warst. Warum frage ich das? Ich habe mir zur Halbzeit überlegt, was könnte ich über dieses Spiel twittern und meinte, ja, und Mensch, du hast dir gedacht, ich würde ihn auswechseln. Nein, ich habe ja geschrieben, dass ich der Meinung war zur Halbzeit, dass wir hier das beste Zweitligaspiel sehen, also ähnliches, was ich auch zu Beginn dieser Podcast-Ausgabe gesagt habe. Und aus meiner Sicht Karasor und Al-Ghadoui ihre besten 45 Minuten für den VfB gespielt haben. Oh, okay. Da wurde ich natürlich dann gleich wieder mal in die Mangel genommen. Zu Recht gewesen von der Twitter-Timeline. Interessanterweise, aber waren die meisten sauer über meine Lobhudeleien für Karasor. Weil ich wirklich sagen muss, ich verstehe gar nicht, warum. Also der hat hier wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ein Torschuss gehabt, zwei Torschussvorlagen, viele Kilometer absolviert, fast 12 Kilometer. Der hat die meisten Pässe gespielt aller Mittelfeldspieler, 84% sind davon angekommen. Ich gebe den Kritikern recht, dass es bei diversen Chancen für Bielefeld dann etwas unglücklich manchmal aussah, wie sich Karasor da angestellt hat. Ich erinnere da zum Beispiel an die Szene, als Hartherz eben an die Latte geschossen hat. Da war es halt so, dass Karasor wirklich zwei wichtige Zweikämpfe verliert. Einmal gegen Klos, einmal gegen Hartl. Da wird er sogar einmal getunnelt. Dann rutscht er auch noch vor dem Suku, heißt der Spieler, oder? Bei euch? Ja. Suku, ja, der aus 18 Meter gut, abgeschossen hat. Außen, ja. Ja, der war richtig gut. Und ja. Davor rutscht, also vor dem Schuss rutscht Karasor auch nochmal unglücklich weg. Deswegen kann es schon sein, dass der ein oder andere sagt, ja Mensch, aber genau da, als es drauf ankam, da sah er nicht so gut aus, da gebe ich im Nachhinein natürlich auch den Kritikern recht, aber insgesamt fand ich, hat Karasor kein schlechtes Spiel gemacht. Und Al-Ghadoui kam ja auch ein bisschen zu schlecht weg, weil du kannst von ihm halt nicht so eine Spielweise verlangen, wie ein Gonzales einen Stürmer interpretiert. Genau. Das ist ein ganz anderer Stürmertyp. Und daran, ganz kurz, und daran musst du ihn auch am Ende messen. Er muss die Bälle vorne festmachen, er muss sie vielleicht nochmal ablegen und er muss halt im richtigen Moment dann auch die Scheißkiste machen. Und das hat er gemacht in der 91. Minute und daran messe ich einen Stürmer. Übrigens wird daran auch ein Lewandowski gemessen, weil ich glaube nicht, dass er bei Ballkontakten ständig die meisten hat, sondern eher wahrscheinlich, weiß ich nicht, irgendwo bei 20, 25, 30 rumdümpeln wird und trotzdem macht er halt seine Buden. Und genau das macht ein Al-Ghadoui eigentlich ja auch. Also von daher war ich eigentlich sehr zufrieden mit diesen beiden Spielern. Jetzt bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Nee, absolut. Al-Ghadoui ist für mich ein kompletter, ein Einkauf völlig auf den Punkt, weil er hat in der ersten Pokalrunde gegen Rostock das einzige Tor geschossen zum 1-0. Er hat gegen auswärts in Regensburg das 3-2 gemacht und jetzt halt das 1-0 gemacht. Und insofern hat er jetzt seine
spektakuläre Ablösesumme von 300.000 Euro schon völlig wieder reingespielt einfach. Ne? Also er ist halt vielleicht nicht einer, der viel rumläuft und genau das macht er nämlich. Er läuft nämlich 11 Kilometer. Ja, er läuft viel, natürlich. Ja, aber das ist wichtig, um Räume halt einfach zu öffnen. Aber nee, das muss man wirklich dazu sagen, Sebastian, mir ist das nämlich wichtig, weil mich kotzt das an, dass dann sofort nicht von dir. Sondern er ist wie viel gelaufen? Er ist 11 Kilometer gelaufen. Okay, das ist viel. Das ist wirklich viel und das wichtig. Ist wirklich viel. Das ist wichtig für dieses System, weil indem er da vorne so viel sich bewegt, als einzige Spitze, soll er nämlich auch ein paar Lücken aufreißen, für dann eben Spieler wie ein Didavi. Gut, der hat natürlich auf der linken Seite, war das mehr oder weniger auch so eine Art, Ferienausflug für ihn, also da hat er nicht allzu viel machen können. Aber ich meine, jetzt für den Mangala und so weiter, da reißt er. Können wir kurz einhaken und können wir kurz thematisieren, dass es irgendwie vollkommen kacke ist, wenn du in einem Zweikampf an der Brust getroffen wirst und dann zu Boden sinkst und dir den Kopf hältst? Also an die Szene kann ich mich gar nicht erinnern. Richtig? Nee, wirklich nicht. Ah, da gab es eine Situation und da gibt es einen Zweikampf und ich glaube, er wird auch gefoult, aber er kriegt halt irgendwie einen Ellbogen oder einen Arm gegen die Brust und er sinkt halt dann zu Boden und hält sich den Kopf und das finde ich halt irgendwie nach wie vor. Das braucht's nicht, ja. Nein, das braucht's nicht, es ist unfair und also. Aber viel gelaufen ist er trotzdem. Natürlich, ja, und ich meine, allein, dass dann die Davi nach 8 Spieltagen noch spielfähig ist, ist für mich irgendwie ein Wunder und ich feiere das total. Ja, also ich fand eben Al-Ghadoui nicht so schlecht, wie er gemacht wurde. Ich habe ich habe bei den Stuttgarter Nachrichten gelesen. Wenn das Spiel 1-0 ausgeht und es fällt ein Tor in 91 Minuten, es schießt Al-Ghadoui, dann ist er für mich Spieler des Spiels. Egal, wie er die 90 Minuten vorher gespielt hat. Er ist der beste Mann auf dem Platz, also gar keine Frage. Und wenn du jetzt sagst, er ist vorher auch noch wahnsinnig viel gelaufen, ist er zweimal der Spieler des Spiels, gar keine Frage. Und in den Stuttgarter Nachrichten durfte ich lesen, dass er nur 6 Ballkontakte in der ersten Halbzeit gehabt hat. Da muss ich jetzt mal sagen, ich weiß nicht genau, wo die ihre Daten beziehen. Also sie bekommen ja keine Du hast mitgezählt. Ja, pass mal auf. Es gibt eine Situation Mitte der ersten Halbzeit, da habe ich in der Tat mitgezählt und habe schon 4 Ballkontakte gezählt. So, und jetzt gehe ich einfach mal davon aus, also das, man hat ja ein gewisses Gefühl für so ein Spiel, dass er es geschafft hat, in den restlichen verbleibenden 44 Minuten noch mehr als zweimal den Ball zu berühren. Deswegen sage ich, wenn er in der ersten Halbzeit viermal den Ball berührt hat, hat er in der zweiten Halbzeit mindestens einmal den Ball berührt. Sie haben gesagt, in der ersten Halbzeit hätte er nur 6 Ballkontakte gehabt. Okay. Und das stimmt zum Beispiel nicht. Wobei die Daten, die mein VfB nutzt, die sind mir eh ein bisschen suspekt, muss ich ganz ehrlich sein. Denn wenn ich die Opta-Daten damit vergleiche, ja, da weichen jedes Mal die Zahlen davon ab. Ich weiß nicht genau, wer da der welches Dienstleisterunternehmen die Daten zur Verfügung stellt bei mein VfB, aber es ist nicht der Branchenprimus Opta, sondern es ist wahrscheinlich irgendwie so ein etwas günstigeres Unternehmen. Ich weiß nicht, die zählen vielleicht nicht so genau oder so. Schwobda, genau. Ja, wer weiß das schon. Opta mit einem B vielleicht. Opta. Nee, aber der wird mir da manchmal einfach, wird er mir zu schlecht dargestellt. Jetzt frage ich doch einfach mal die Eva, die hat das Spiel ja auch gesehen. Was sagst du denn zu Al-Ghadoui und zu Carrasco? Du kennst die ja auch noch aus der abgelaufenen Saison. Ja, also ich glaube, Al-Ghadoui macht mehr oder weniger schon da weiter, wo er in Regensburg aufgehört hat. Ne? Also ich meine, der ist halt für mich ein klassischer Zweitligastürmer. Ne? Ähnlich wie Klos mehr oder weniger steht er halt vorne und wartet. Er läuft halt viele Meter, die man vielleicht sonst nicht mitbekommt, einfach weil man nur auf ihn achtet, wenn er tatsächlich mal den Ball bekommt. Aber sonst steht er halt vorne und hat, glaube ich, auch, der ist, glaube ich, auch relativ groß. Ne? Mhm, also ja, schon um die knapp 90, 95 oder so. Sieht übrigens immer super aus, wenn Al-Ghadoui und Askar Sieber nach dem Spiel abklatschen. Das sieht aus, wie wenn gerade der Vater seinen Sohn vom Kindergarten abholt. Das ist mir schon ein paar Mal. Davon hatten wir auch mal ein Bild, als ihr Prinz Osei Owusu sich mit Jermaine Kronspruch abgeklatscht hat. Das sieht tatsächlich ein bisschen aus, so eine Neuauflage von Ziemlich Beste Freunde oder so. Sehr unterschiedlichen Größen. Ich habe ja schon angesprochen, Carrasco ist schon, also generell euer komplettes Mittelfeld war unserem ja um einiges überlegen, ja. Und da hat er schon so oft durchgekommen. Ich muss natürlich gestehen, ich achte natürlich mehr auf unsere Leute als jetzt auf eure. Ich gucke mir Spiele auch nicht dreimal nach Ende an, das hätte zu doll wehgetan. Das macht ja niemand, oder Ricky? Also inzwischen gucke ich es mir
nur noch unkommentiert an. Früher war es so, dass ich mir noch einmal zusätzlich das Spiel mit Kommentar angeschaut habe. Aber das ist, nee, habe ich aufgegeben jetzt. Also kann man schön machen, wenn es Jörg Dahlmann kommentiert. Ich glaube, da lernst du mehr über die Zuschauer als über die Spieler. Oder eben über die Spielerfrauen oder so. Also das würde ich, glaube ich, auch abraten. Aber ich glaube, seit Ina Augo sind wir auch irgendwie von dieser Spielerfrauenschiene irgendwie komplett entkoppelt. Also wir haben alles gesehen, wir sind davon befreit. Ja, hallo, also von Klos, die Frau war jetzt bei The Voice of Germany, ne? Also ja, das haben wir gehört. Aber war nicht die Frau von Fabian Klos auch der Grund, warum er nie irgendwo anders hingewechselt ist? Nee, eigentlich nicht. So, Sebastian, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, 5 Jahre Boulevard, sage ich bloß. Ja, 5 Jahre also, Boulevard, geboren in Ostwestfalen, immer noch irgendwelche Quellen und irgendwann mal aus Bünde oder Enger oder sonst wo gehört, dass Fabian Klos nicht wechseln möchte, weil seine Frau sagt, sie will nirgendwo anders hin. Aber es kann auch kompletter Bullshit sein. Keine Ahnung, vielleicht möchte Fabian Klos auch lieber wegen seinem Hund in Bielefeld bleiben. Nein, keine Ahnung. Also, ich dachte eigentlich auch, dass sie sich schon lange getrennt hätten. Ja, da gab es auch so diverse böse Gerüchte, die durchs Land gezogen sind, gerade als diese ganze Saibene-Sache war. Was? Also, da gibt's. Ja. Das ist ja wie bei Labbadias. Das ist ja Wahnsinn. Nee, also nicht unbedingt mit Klosfrau, aber sagen wir mal so, im Endeffekt glaube ich, dass der Abgang unseres Kapitäns nicht ganz also das ist ja Wahnsinn, was da abgeht. Ja. Also denkst du dir mal, ist endlich mal Ruhe in diesem Verein eingekehrt? Nein! Da denkt Jeff Saibene, komm, machen wir mal full on Labbadia. Nein, es gibt sehr, sehr, sehr witzige Gerüchte, die sich da um dieses ganze Thema ziehen, angefangen von, er wollte ja eigentlich Freistellung bekommen, um HSV-Trainer zu werden, als Titz entlassen wurde. Und ab dem Zeitpunkt kann man auch sehen, dass er sehr, sehr unmotiviert diese Spiele eigentlich nur noch geleitet hat. Und auf einmal ging es auch bergab. Ja, der hat eigentlich eine gute Arbeit geleistet, eine Zeit lang. Also ja, ja, aber eben nur bis Mitte letzter Saison. Weil man kann mir halt nicht erzählen, dass es nur am Trainer liegt, wenn eine Mannschaft auf einmal eine komplette Rückrunde spielt, als hätten sie irgendwie, würden sie seit 3 Jahren so spielen. So nach dem Motto. Also es ist bei mir schon viel schon, also ich meine, man gewinnt ja nicht auf einmal gegen Kiel, die irgendwie davor, glaube ich, 6 Spiele nicht verloren haben. Mal eben so relativ souverän, wenn man mit genau der gleichen Mannschaft, die letzten 2 Monate genauso auch statt. Also das ist für mich immer so schon ein Argument dafür, dass da stimmungstechnisch in der Mannschaft manches schief gelaufen ist und so klang es auch. Also ja, so. Wer weiß das besser als wir VfB-Fans? Also, ne, Börner wurde ja im Endeffekt zwischendurch auch mal, der stand ja gar nicht mehr auf dem Platz als Kapitän, ne? Also ja, am Ende ja auch, weil er ja der Führungsebene, Führungsriege meinte, ja, ich verlängere auf jeden Fall und dann wurde sich nicht zurückgemeldet und zack, hat er einen Vertrag in Sheffield Wednesday. Im Endeffekt ist kein zu großer Verlust, ist auch okay, aber denke ich mir zwischendurch mal so, was so alles zwischen Spielerfrau und Trainer, da denkt man immer so, das sind nur so richtig schlechte Geschichten, die so vor meiner Geburt passiert sind, anscheinend nicht. Du scheinst, genau, deswegen fühle ich mich jetzt als geboren aus Westfalen jetzt auch hier in Stuttgart so wahnsinnig wohl, weil die Geschichten wiederholen sich halt einfach. Ne? Also egal ob Bielefeld oder Stuttgart, ist halt komplett das Gleiche. Ich will noch mal kurz hervorheben, dass es noch weitere interessante Spieler gab, außer einen Herr Börner oder einen Herrn Klos und auch nicht die Spielerfrauen sollen jetzt Thema sein, sondern noch mal ganz kurz, der Herr Förster, der auch wieder mit einer hervorragenden Leistung auf sich aufmerksam gemacht hat, nicht nur aufgrund der Torvorlage, sondern weil er auch ansonsten die meisten Zweikämpfe aller Mittelfeldspieler gewonnen hat mit 75%, 2 gewonnene Dribblings, auch das ist der Höchstwert aller Mittelfeldspieler und 3 gewonnene Taglings, auch das ist ein Höchstwert und unterstreicht natürlich auch seine Vielseitigkeit. Also du hast halt einen Spieler, der nach vorne enorm viel machen kann, der sich natürlich
wahnsinnig viel bewegt, also 13 Kilometer, ja, das ist schon fast irre. Also wenn wir nochmal hier jemanden, der Aogo heißt, hervorholen wollen, dann möchte ich an der Stelle Dennis Aogo vielleicht nochmal den VfB-Fans ins Gedächtnis rufen. Dennis. Wer war das? Ja, der braucht nämlich 2 Spiele, um auf 13 Kilometer zu kommen. Also da merkt man schon mal den extremen Qualitätsunterschied, was Einsatz und überhaupt Einsatzbereitschaft halt ausmachen kann. Und er arbeitet sich eigentlich fast alle ich sag mal, positiven Aktionen, alle Abschlussaktionen, wirklich durch enorm viel Einsatz. Und deswegen imponiert mir dieser Spieler immens. Ich weiß nicht, wo der Weg von ihm hinführt. Ja, ich habe ja jetzt auch ein Interview gelesen, der könnte auch ein Erstligaspieler sein. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich finde, er ist jetzt ein absolut herausragender Zweitligaspieler. Und eine großartige Verpflichtung von Mislintat. Also ich bin wirklich froh, dass wir den noch verpflichten konnten, kurz vor Ende der Transferperiode. Und den möchte ich hier nicht unerwähnt lassen, war für mich der beste Mittelfeldspieler. Und ansonsten, gut, haben wir natürlich über Stenzel schon kurz geredet, Badstuber wieder mit einer guten Partie. Es gab nicht ganz dieses Gigantenduell, das auch Eva und du Sebastian natürlich sowieso sich gewünscht haben. Ja, ein Stück weit schon, ne? Godzilla gegen King Kong. Ein bisschen, ja, das stimmt. Da gibt's noch einen zweiten Teil, dann spätestens im Rückspiel. Aber insgesamt, glaube ich, können wir abschließend sagen, dass der VfB ein bisschen glücklich gewonnen hat, keine Frage, aber von beiden Mannschaften war das eigentlich eine gute Leistung. Ich bin gespannt, wie es für beide weitergeht. Für Stuttgart geht es natürlich dann jetzt gegen Wien Wiesbaden etwas leichter weiter als vielleicht für Bielefeld. Ja, das glauben wir, ne? Ja, ich meine, ich möchte jetzt nicht unbedingt am Montag in Osnabrück spielen müssen. Also das ist jetzt... Nee, aber wir jinxen jetzt irgendwie das Spiel zu Hause gegen Wien Wiesbaden, während irgendwie 500 Meter weiter das Volksfest irgendwie tobt und glauben, wir gewinnen das 4-0. Ich sehe das halt irgendwie noch nicht. Ne? Also, da sprechen wir gleich noch drüber. Ich sage jetzt schon, wir werden dieses Spiel nicht verlieren gegen Wien Wiesbaden. Okay. Da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Nee, ich warte auf Olafs Orakel. Ja, doch, oh ja, ja, stimmt. Du hast absolut recht, ich nehme alles zurück. Ich schneide das nachher. Gut, lasst uns kurz in die Mailbox reinhören, denn auch diesmal habe ich aufgerufen, dass ihr uns was auf die Mailbox sprechen könnt. 0711 für Stuttgart 25 28 16 04 ist die Telefonnummer, die man wählen muss, wenn man auf der Mailbox als Teilnehmer stattfinden will. Also 0711 für Stuttgart, 25 28 16 04. Ihr könnt jederzeit diese Nummer wählen. Also nicht nur während dem Spiel oder nach dem Spiel, sondern ihr könnt natürlich auch unter der Woche mal anrufen, wenn es irgendwie Neuigkeiten gibt, die ihr uns unbedingt mitteilen wollt. Sollten natürlich so einen kleinen VfB... Genau, ihr müsst keine Sorge haben. In der Regel heben wir auch nicht ab. Aber wir könnten. Ja, das ist immer, übrigens, wenn wir dann mal wirklich abheben, gibt es natürlich auch einen kleinen Gewinn, muss man dann sagen. Genau. Also ruft ruhig fleißig an. Noch nie abgehoben bei, wie viele Leute haben es ja angerufen, weißt du es? Ich würde schätzen 300 Anrufe. Ja, hätte auch gesagt, ne? Wahnsinnig viele und wir freuen uns über jeden Einzelnen und es ist irgendwie immer total großartig, auch die Mischung, also die eine Hälfte sagt nach Bielefeld, ja, total verdient, die andere Hälfte sagt, boah, total unverdient. Verrat doch also nicht schon ganz, alles. Ganz großartig, ich habe es gleich gefeiert. Sebastian spoilert hier die Mailbox, damit das jetzt hier nicht noch... spoilern. Damit das hier nicht noch weiter ausufert, würde ich sagen, spielen wir die Mailbox kurz ein und melden uns natürlich danach mit einer kleinen Review. Ja, servus, da ist zwar nicht der Karl aus Birmingham, sondern der Felix aus dem Münchner Norden. Wollte mich auch mal melden. Hallo Ricky, hallo Sebastian, hier der Karl aus der herbstlichen Großstadt Birmingham in England. Also ich komme gerade aus der Halle und ich sehe die Aufstellung fürs Bielefeld-Spiel. Hä? Hoffentlich haben die sich verschrieben bei dem VfB-WhatsApp-Newsletter. Zum Spiel gegen Bielefeld, das war schon wieder viel besser. Man hat das Spiel... richtig unter Kontrolle, richtig im Griff gehabt. Aber mich hat die Aufstellung halt schon ein bisschen gewundert, dass man da so sehr defensiv aufgetreten ist. 5 Mittelfeldspieler, nur Al-Ghadoui vorne, in Suárez statt Sosa. Ich halte fest, das Gigantenduell Klos gegen Badstuber nach 26 Minuten beide gelb verwarnt. Das kann noch geil werden. Ja, das sind hier erst schon Korkutsche-Verhältnisse der VfB. Gewinnt mit einem Torunterschied mal wieder. Können wir bitte nochmal die kurzen Ecken erklären, was der Hintergrund ist? Ach ja,
Und diese dreckskurzen Ecken, die ran da mal richtig schön auf den Sack. Ich verstehe es nicht. Wozu haben wir den Hamadi und Mario vorne im Sturm drin bei kurzen Ecken? Was soll denn der Scheiß? Dann spielt man Ball dann nachher wieder zurück in die eigene Hälfte, nach einer Ecke in der gegnerischen Hälfte. Himmel, Arsch und Donnerwetter. Vor allem, weil man ja auch schon nach einer normalen Ecke nicht mal ein Tor gemacht hat. Aber ich sage mal, die Galligkeit, die fehlt uns, dass wir dann in den entscheidenden Momenten auch mal das Runde ins Eckige bringen. Mir gefällt es zwar auch überhaupt nicht, wie der VfB momentan spielt, aber eigentlich ist es mir auch scheißegal mittlerweile, weil vielleicht ist genau das die neue Qualität des neuen VfB, einfach gewinnen. Das hat man ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Nervensparender wäre es für uns alle, wenn wir dann diese Chancen auch mal nutzen würden, beziehungsweise die Überlegenheit auch in Tore umsetzen. Was für ein Gruselkick in Bielefeld. Gott sei Dank haben wir trotzdem noch gewonnen. Das war schon eine Steigerung gegenüber Fürth. Ich fand es echt ein gutes Spiel. Bis auf die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit. Da war nur noch Bartstube vom Duell übrig. Klos liegt in der 62. Minute mit Rot. Die gelb-rote Karte für den Gegner war ja schon hart. Die rote Karte war verdient. Schiedsrichterleistung war wirklich in Ordnung, kann man nicht sagen heute. VAR ist der größte Scheißdreck und die Schiedsrichter sind unter aller Kanone. Die werden immer schlechter. Und zum Videobeweis, was ihr letzte Woche hattet, der macht überhaupt nichts besser. Diese Minute zwei, die das dauert im Stadion und du weißt nicht, darfst du dich jetzt freuen oder nicht, das ist immer Kacke. Das hätte ich euch auch gesagt, wenn wir jetzt heute mit dem Videobeweis das Tor bekommen hätten. Es ist halt einfach ein Scheißgefühl. Und zweimal freuen, am Arsch gelenkt. Also ich freue mich da nicht zweimal. Was die DFL und der DFB da macht, das ist eine absolute Vollkatastrophe. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da tatsächlich noch mit einem Dreier rausgehen. Klar, bedingt durch die glücklich gelb-rote Karte, wo der Schiedsrichter, der meiner Meinung nach eine gute Partie gemacht hat, wirklich Konsequenz gezeigt hat. So, wir sind eine halbe Stunde als Absteiger aus der ersten Liga in Überzahl. Und da finde ich schon, dass man in diesen letzten 30 Minuten einfach mehr rausholen muss. Aber wie der VfB dann gespielt hat, also der Walterball hat mich heute wieder nicht überzeugt. So spielen Spitzenmannschaften. Man hat sich ja die letzten 10 Minuten schon ziemlich hinter reindrückt und dass dann mal sich irgendwann eine Lücke bildet, war ja eigentlich klar. Den Sieg heute muss man mitnehmen. Ich denke, mit dem Unentschieden hätte man sich nicht beschweren dürfen, weil es einfach ein guter Gegner war. Wir sind gerade auf dem Rückweg vom vermutlich furchtbarsten Gästeblock der ganzen Liga zu unserem Auto. Wir haben das Tor auf unserer Seite gar nicht gesehen. Also gar nicht. Man sieht den Platz vom Stehplatzbereich im Gästeblock aus nur bis zur 16-Meter-Linie. Es ist absolut fantastisch. Ja, das ist so typisch VfB. Auswärts, da ist immer geile Stimmung. Da ist das Spiel dann irgendwo auch bloß noch so zweitrangig. Ich kann zum Spiel gar nicht viel sagen, weil ich, wie gesagt, nicht viel gesehen habe. Aber einfach mal souverän gewinnen, wäre so schön. Ist doch egal, Stuttgart ist Spitzenreiter und dabei bleibt. Und ich denke auch, dass wir vielleicht auf das Spiel gegen Fürth zurückblicken werden und erkennen, dass das ein Wendepunkt in der Saison ist, weil das war schon eine Feuertaufe, so eine Zweitliga-Feuertaufe. Es kann immer nach vorne, nach hinten, es kann immer die ganze Zeit alles passieren, das ist so mein Gefühl. Mund abputzen, weitermachen, das war okay, das war kein Topspiel. Ich sage immer noch weiter so, das ist immer noch und wird noch viel besser. Es wird immer noch so viel besser, jedenfalls wenn man dem Karl Glauben schenken darf. Das war die Mailbox, die bereits 7. Mailbox. Danke für die zahlreichen Anrufe. Und weil wir die Eva heute zu Gast haben, werden wir natürlich die Nachbesprechung der Mailbox etwas kürzer halten, denn ich kann mir kaum vorstellen, dass die Eva jetzt lange über den Auswärtsblock zum Beispiel sprechen möchte oder über zu kurz ausgeführte Ecken. Aber ein paar Sachen wollen wir natürlich ansprechen. Zum einen, ich habe es gerade eben ja schon gesagt, gab es wieder eine Menge wirklich großartiger Nachrichten und auch toller Analysen, aber ich versuche diese Mailbox immer unter 5 Minuten zu halten, deswegen kann ich natürlich nicht von jedem die komplette Analyse hier mit reinschneiden. Das wäre dann, glaube ich, auch für euch ein bisschen zu langweilig, aber wir schätzen das wirklich sehr. Wir hören uns auch jede Nachricht an, also seid nicht böse, wenn, weiß ich nicht, nur 50% der Nachricht verwendet werden. Ruft weiter an, macht das genauso, wie ihr es bislang getan habt. 0711 für Stuttgart, 25 28 16 04. Wir feiern das hier wirklich sehr und immer weiter machen, nie aufhören. So, jetzt aber zur Mailbox an sich. Wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass endlich Karl wieder zu hören war.
der uns dann doch schon so ein bisschen abging, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war eine richtig tolle Überraschung, als er sich wieder gemeldet hat. Leider Gottes war sein erster Anruf, den konntet ihr gar nicht hören, nicht Mailbox-tauglich. Also irgendwie gab es da ein Störgeräusch, lieber Karl. Deswegen haben wir den Anruf nicht mit reingenommen. Ich hoffe, du bist uns nicht böse und rufst spätestens nächste Woche gleich wieder an. Da freuen wir uns immer besonders drauf. Und der Karl hat was gesagt, Sebastian. Da will ich dich mal fragen, ob er damit recht hat. Und zwar meinte er, dass das Spiel gegen Fürth eine Art Feuertaufe war für den VfB. Sprich, die Härte, die da an den Tag gelegt wurde, war vielleicht dann nochmal sinnbildlich für die komplette zweite Liga. Es muss halt eben über Körpereinsatz gehen, über Wille und man muss diese zweite Liga, sagt man ja so schön, annehmen. War das, oder würdest du das auch so mitgehen? Würdest du das unterschreiben, was der Karl gesagt hat? War das die Feuertaufe? Ja, ich würde es absolut unterschreiben. Und ich glaube auch Tim Walter wird das unterschreiben, denn man hat ja in der Mittelfeldformation gegen Bielefeld dann gesehen, dass man auf jeden Fall körperlich dagegen halten wollte. Ne? Ich habe echt gedacht, als die Aufstellung sah gegen Bielefeld, das ist halt schon sehr, sehr körperlich und vielleicht wenig kreativ mit Askasiba und den drei anderen. Da mag man physisch dagegen halten, aber ich glaube, das ist in der zweiten Liga wirklich geboten und hat auch dann funktioniert. Also insofern gebe ich Karl vollkommen recht. Eva, wie würdest du die Spielweise des VfB beschreiben? Ist das eine harte Gangart oder eher dann doch, weiß ich nicht, mehr Ballett? Ich glaube, man hat tatsächlich wirklich aus dem Spiel gegen Fürth gelernt. Ne? Also dieses, dass man irgendwie denkt so, ja, okay, also wir sind ja vielleicht das, was irgendwie Bayern, Dortmund und Co. in der ersten Liga sind. Also wo man sich als vermeintlich immer eigentlich kleinerer Gegner doch nur noch irgendwie mit etwas härterer Spielweise irgendwie dagegen zu helfen weiß. Und das hat Stuttgart halt so gedacht, ja, drehen wir den Spieß halt mal um. Ne? Also wir brauchen schon ein bisschen aggressivere Spielweise, wir müssen mehr in die Zweikämpfe gehen und halt mehr Zweikämpfe gewinnen. Und das haben sie natürlich schon sehr, sehr gut umgesetzt, würde ich sagen. Also generell, was die Mittelfeldumsetzung betrifft, wäre ich als Tim Walter sehr zufrieden gewesen. Was halt die Abschlüsse betrifft, eher weniger. Ich als Ricky war auch mit den Mittelfeldspielern sehr zufrieden und mit den Abschlüssen nicht. Von daher gebe ich dir absolut recht. Ich als Butze würde jetzt sagen, nachdem ja Santiago Ascasibar bei Tim Walter wieder irgendwie so das Wohlgefallen gefunden hat und jetzt vermutlich zumindest bis zur Winterpause eine Stammkraft zu sein scheint, muss ich mir ja ein Trikot kaufen, oder? Ja, das hast du zumindest angekündigt. Ja, und ich weiß gar nicht, wie machen wir das? Ich würde weiß, rot oder schwarz nehmen. Wie machen wir den Poll? Internet oder Mailbox? Oder also ich nehme jedes. Dann nimm doch alle drei einfach. Also. Nein, nehme ich alle drei. Ich bin kein Millionär. Ich meine, so ein Trikot kostet 100 Euro. Also ich nehme alle drei. Ich nehme eins. Also du hättest natürlich Olaf abstimmen lassen können, wäre eine Möglichkeit. Olaf. Also, ansonsten würde ich sagen, Vorschläge bitte an Ed Butze auf Twitter. Ja, also entweder Ed Butze auf Twitter oder äußert eure Meinung auf die Mailbox unter 0711, jetzt musst du mir aushelfen. 0711 für Stuttgart, 25 ja. 28 16 04. Das ist die Nummer, genau, das könnt ihr natürlich machen. Wir haben jetzt Heimspiel gegen Wien Wiesbaden und dann ist Länderspielpause und zum nächsten Spiel hätte ich dann mein Ascasibar-Trikot am Start, aber ich muss halt wissen, welche Farbe. Also wir achten darauf, ob da Anrufer eingehen und werden die natürlich dann nächste Woche euch präsentieren. 0711 für Stuttgart, 25 28 16 04. Welches Trikot soll sich der Sebastian kaufen? Der Flock steht fest. Und wenn niemand anruft, dann entscheidet Olaf. So, hab das jetzt. Dann gab es noch einen Anrufer, der extra das Gigantenduell King Kong gegen Godzilla begleitet hat. Das wollte ich auch nicht unerwähnt lassen. Also der hat uns dann immer so ein Update gegeben, als beide dann gelb verwarnt waren. Und leider Gottes fand diese Live-Berichterstattung in der 61. Minute ein jähes Ende, als dann eben, ja, ich weiß nicht, King Kong mit Gelbrot vom Platz gestellt wurde. Ja, gut. Dann gab es noch Kritik am Auswärtsblock. Da kann ich natürlich die Eva auch mal fragen. Also die von uns sehr geschätzte Sarah ist eigentlich eine Allesfahrerin und hat gemeint, sie sieht eigentlich gar nichts aus dem Auswärtsblock, beziehungsweise man sieht halt den 16er direkt davor nicht so richtig. Gab es ähnliche Beschwerden, die du von anderen Gästefans schon mal gehört hast?
Sehr häufig leider. Also ich bin unter anderem ein paar Bochumer befreundet, die sagen Ähnliches. Es tut mir auch wirklich leid, weil unser Süd ist natürlich mein Heiligtum, aber mein Wohnzimmer. Ich glaube, Auswärtsblock ist halt immer sowas. Auf der einen Seite kann man es Fans, glaube ich, relativ wenig recht machen irgendwie. Also für mich ist der katastrophalste Auswärtsblock immer noch mit Dresden, weil da einfach dieses riesige Netz vorhängt und du eigentlich nur durch so kleine Schlitze das Spiel sehen kannst. Ich stand da halt noch nie, logischerweise. Ne? Ja. Daher wäre, glaube ich, was, wo Arminia gut rantun würde, das zu verbessern, einfach weil alleine die Eingangssituation ist ja eine Vollkatastrophe. Also ich glaube, feuerschutztechnisch müssen die da auch irgendjemanden gewaltig bestochen haben. Also wenn da unten ja was los, also ich meine, Bestechung wäre ja nicht das erste Mal im Bielefeld-Thema, aber wenn da unten, also jetzt mal angenommen, ich meine, da war ja am Anfang, ich möchte es jetzt ehrlich gesagt nicht Pyro nennen, weil es sah eher ein bisschen aus, als wäre irgendwie eine Konfettibombe explodiert. Da haben wir es wieder. Von unserer Seite aus, sorry, sonst fand ich es echt cool mit den Regenschirmen und so, aber und jetzt, keine Ahnung, fängt da eine Fahne Feuer und dann willst du den nach oben rumräumen, nach unten rum, das dauert doch ein halbes Jahrhundert und da brennen dir noch drei Körper irgendwie. Also das verstehe ich bis heute nicht, weil wir haben halt oben die zwei oder drei Aufgänge, glaube ich, sodass da jeder irgendwie von überall mittig auch hinkommt und das ist ja eigentlich auch gang und gäbe in einem Auswärtsblock. Ich glaube, außer in Hannover kommst du, glaube ich, auch von oben rum dran und hast sogar Treppen ohne Geländer. Auch ein Tipp. Niemals da mit mehr als drei Bier-Intus runterlaufen. Du bist ja alle Knochen. Aber das ist, ich kann es wirklich schlecht beurteilen, tatsächlich. Aber ich kann den Unmut sehr gut verstehen. Ich käme niemals auf die Idee, das zu verteidigen. Die Beschwerden sind ja also nicht fremd. So könnte man zusammenfassen. Dann gab es, um mal wieder aufs Spiel zu kommen, viel Verwunderung über die Aufstellung. Sebastian, also, du wirst es ja gehört haben auf der Mailbox. Die meisten haben sich verwundert die Augen gerieben. Was ist da los? Warum spielt man so defensiv? Ging es dir da ähnlich oder konntest du das nachvollziehen, wie Tim Walter da aufhört? Ja, zum einen, es ging mir ähnlich. Ja, zum anderen, ich war verwundert, weil es schien ja echt so ein bisschen, man hat das Spiel gegen Greuther Fürth gesehen und dachte irgendwie, wir haben so ein Mittelfeld und jetzt haut man halt völlig rein und bringt halt alle Leute, die körperlich irgendwas entgegenzuhalten haben. Und insofern fand ich es auch völlig okay. Und ich persönlich finde es natürlich immer total okay, Santi Ascacíbar von Anfang an zu bringen. Daran besteht natürlich kein Zweifel. Ja. Das wissen wir inzwischen, dass dein Lieblingsspieler. Aber ich betone es halt immer wieder gerne. Also Santi Ascacíbar muss von Anfang an spielen. Egal wo. Ich musste an dich denken, als ich die Aufstellung gelesen habe. Ja? Und Ascacíbar eben beginnen durfte. Und ich wusste, irgendwo sitzt jetzt gerade ein Sebastian mit breitem Grinsen und denkt sich, jawohl. Mhm. Und es sollte und ja auch Santi hat sehr, sehr gut gespielt und hat seine Startelf Garantie auch gerechtfertigt. Ja, also auf jeden Fall. Gut. Ja, ich sag mal, es war ein ordentliches Spiel, ein gutes Spiel. Es war schon sehr ordentlich. Herausragend. Nein, herausragend war es nicht, aber es war gut. Ja, darauf können wir uns einigen. Es gab dann auch noch die Wortmeldung, dass man hier fast schon Korkutsche Verhältnisse wieder habe, knappe Siege. Da schließe ich natürlich folgende Frage an. Trügt der Schein oder spielt der VfB wie ein Liga-Top-Team, Sebastian? Ja, schwierig, ne? Ich habe auch überlegt, ne? Dann guckst du halt irgendwie so mal Richtung Norden zum HSV. Ja, die gewinnen auch mal 4-0 gegen Nürnberg und 4-0 in Aue. Aber dann verlieren sie auch gegen St. Pauli. Und ich weiß echt nicht, was besser ist. So jedes Spiel knapp gewinnen oder ein paar Spiele total überragend gewinnen, aber dann auch wieder ein paar verlieren. Ich tue mich echt schwer. Also, aber man muss ja echt sagen, nach 8 Spielen sind wir Tabellenerster, haben noch kein Spiel verloren. Das ist weitaus besser als in der letzten Aufstiegssaison. Ja, ich tue mich noch ein bisschen schwer mit der Zwischenbeurteilung. Eva, was sagst du? Spielt der VfB wie ein Top-Team? Macht er gerade so viel, wie nötig ist? Oder ist das einfach auch viel Glück, was der VfB aktuell hat? Ja. Sie nutzen ihre Chancen halt sehr effektiv, ne? Also
klar muss da im Laufe der Saison, würde ich jetzt sagen, noch ein bisschen mehr kommen. Also schon an das Spiel letzten Freitag ansetzen. Viele Vereine sagen ja schon, naja, wie sieht's denn aus, wenn Stuttgart mal wirklich komplett dominant so ein Spiel durchzieht? Also wie viele Tore gibt's dann? Auf der anderen Seite denke ich mir, der HSV kann sich halt auch von 3-4-0 Siegen erstmal nichts kaufen. Also das gibt erstmal auch nur 3 Punkte. Und also klar, das macht was Gutes fürs Torverhältnis, aber wenn du halt darauf die Woche oder die beiden Wochen 2 Spiele verlierst, bringt dir auch das beste Torverhältnis nichts, wenn über dir alle gewinnen. Also klar, für den HSV ist es, glaube ich, einfach wichtig, weil sie letzte Saison sowohl unter Tietz als auch unter Wolf dann irgendwie mal so gerade so irgendwie die Spiele gewonnen haben. Und das ja auch, ne, jeder kennt die Story, das halt eben nicht gereicht hat. Aber ich glaube, Stuttgart ist da schon was anderes. Und ich glaube schon, da werden jetzt auch nochmal deutlichere Siege folgen. Dann gab's. Ja, also, das gefällt mir. Ja, echt. Dann gab's Kritik an der Ausführung der Ecken. Warum immer diese kurzen Ecken, wurde konkret gefragt. Vielleicht kann ich ganz kurz was dazu sagen. Aus meiner Sicht ist das eigentlich ein gutes Mittel, um ja einfach ein bisschen unausrechenbarer zu sein vor Eckbällen. Das zum einen. Und zum anderen sind natürlich diese relativ blind geschlagenen Ecken in den Strafraum verhältnismäßig leicht zu verteidigen. Ja, also gerade wenn du gegen kopfballstarke Innenverteidiger spielst, dann brauchst du eine Menge Ecken, um dann wirklich mal Profite rauszuschlagen. Und ich habe es schon ein paar Mal in diesem Podcast hier gesagt, mit Wimmer und natürlich auch mit Tim Walter hat man sowohl die Top Standard, wie soll man sagen, Strategen der ersten und zweiten Bundesliga jetzt im Trainerteam. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich was dabei denken, wenn sie diese Ecken kurz ausführen. Zum einen ziehst du damit natürlich auch noch einen Abwehrspieler raus. Du musst ja den Spieler nicht immer anspielen. Es kann auch mal sein, dass du dann in den Rückraum ablegst oder so. Das haben wir ja auch schon gesehen. Also ich glaube einfach, du schaffst dir mit diesen kurzen Ecken mehr Möglichkeiten. Der Gegner weiß nicht so richtig, was er erwartet. Es werden ja auch nicht alle Ecken kurz ausgeführt, sondern es gibt dann und wann auch mal eine Ecke, die in den 16er fliegt. Also ich habe da jetzt kein großes Problem mit kurzen Ecken. Sebastian, wie siehst du es da? Nee, ich glaube, das Geheimrezept ist halt, dass du so eine gewisse Varianz drin hast. Du musst halt kurze Ecken spielen, du musst lange Ecken spielen. Natürlich, wenn sich jeder darauf einstellt, dass du kurze Ecken spielst, dann bringen kurze Ecken nichts mehr. Aber wenn du zwischendurch mal auch eine lange Ecke spielst, dann ist die vermutlich doppelt so erfolgreich. Insofern ist Varianz das Erfolgsrezept. Und ja, also ich glaube, nach wie vor klappt das, weil ja auch der VfB nach wie vor auch lange Ecken spielt. Also ich sehe da kein Problem. Dann wurde erneut die Galligkeit auf das Tor in Frage gestellt. Ich kann das nachvollziehen, jetzt wenn ich an das Fürth-Spiel zum Beispiel denke, ja, da fehlt das mit Sicherheit auch gegen Regensburg. Aber jetzt gegen Bielefeld hatte ich schon das Gefühl, dass der VfB das Tor unbedingt erzielen wollte. Aber es war halt einfach auch nicht so leicht gegen gute Bielefelder. Also hier konnte ich jetzt nicht feststellen, dass man im letzten Drittel sozusagen nicht konsequent genug war. Also die Abschlüsse waren dann und wann nicht allzu gut, aber ich finde, wir hatten genügend Chancen, um ein Tor zu erzielen. Also es war dann eher der Abschluss, der immer nicht so richtig gepasst hat. Sonst war es ja eher der letzte Pass, der gefehlt hat. Aber diesmal würde ich sagen, lag es einfach daran, dass man zu wenig aus den Chancen gemacht hat. Also ich erinnere da an die Situation, als Askasiba noch einen Kopfball gesetzt hat in der ersten Halbzeit. Ja, wenn er den ein bisschen besser trifft oder wenn von mir aus ein größerer Kopfballspieler, ein richtiger Kopfballspieler, so möchte ich es mal sagen, den Ball erwischt. Ja, also der Kopfball war ja ganz gut, ja, da kann man nichts sagen, aber ich kann mir vorstellen, wenn da ein anderer Spieler vielleicht nochmal 20 Zentimeter größer ist oder so, oder 10, ja, dann kann er den Ball vielleicht besser platzieren. Ja, also das sind dann Kleinigkeiten, aber du kommst zu diesen Chancen. Und ich fand eigentlich den Auftritt in Bielefeld engagiert und auch zielstrebig. Also du musst natürlich aufpassen. Du kannst natürlich jetzt nicht die ganze Zeit nach vorne spielen wie so ein Irrer. Dann hast du nämlich genau die Situation, auf die Bielefeld auch wartet. Sie schlagen den langen Ball auf Vogelsammer oder eben auf Klos. Und da wirst du Probleme bekommen, weil das ist schon eine andere Qualität Stürmer als, ich möchte jetzt hier keine Mannschaft direkt zu nahe treten, als andere Mannschaften Leute vorne drin haben. Also lass uns einfach mal so stehen. Ja, einerseits wissen wir, dass der VfB eine Historie hat, in der schlechte Leistungen zu gut geredet wurden. Ne? Also in Mainz muss man nicht gewinnen. Natürlich musst du als VfB in Mainz gewinnen, gar keine Frage.
Und ich glaube, es gibt schon so ein bisschen so ein Mindshift, dass man sagt, hey, wenn wir in Bielefeld nach 89 Minuten und 90 Minuten halt 0-0 stehen, dann geben wir noch alles, um das Spiel halt zu gewinnen. Und es hätte auch geklappt. Also insofern finde ich das total positiv. Also es ist weniger das Spielerische, als mehr so dieses Mindset, was die Mannschaft an den Tag legt. Und insofern finde ich das sehr, sehr positiv. Auch wenn man die 90 Minuten zuvor halt nicht grundsätzlich positiv bewerten muss. So kann man stehen lassen. Dann gab es noch verschiedene Meinungen zur Schiedsrichterleistung. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Also von daher können wir das einfach mal so stehen lassen. Und zum Schluss möchte ich noch eine Frage nach den Aufklebern beantworten. Also es gab einen Anrufer, den konntet ihr jetzt nicht hören, den habe ich nicht noch mit reingeschnitten, der fragte, wann gibt es denn endlich wieder neue STR-Aufkleber, beziehungsweise wo bekomme ich überhaupt STR-Aufkleber? Also aktuell sind alle weg. Ja? Also es gibt momentan keine, es wird aber Nachschub geben, dafür werde ich sorgen. Wer unbedingt Aufkleber braucht, ja, um sich besser zu fühlen, der kann natürlich den Sebastian antexten auf Twitter @vertikalpass oder @butze, denn es gibt fantastische Vertikalpass-Aufkleber und ganz fantastische 1893 Aufkleber vom Martin, also @242, und ja, Sebastian ist der Logistiker dieser. Genau, ich bin der Bäber, der Bäbermaster, ja. Du bist ja nicht der Babo, sondern der Bäber. Genau. Nein, egal. Bäber Babo. So, der Bäber Babo bist du jetzt am was. Gut, dann sind wir hier mit der Mailbox auch schon durch und wagen einen Ausblick auf das anstehende Heimspiel am kommenden Freitag gegen den SV Wehen Wiesbaden. Tabellen 18. 4 Punkte, erster Saisonsieg in der zweiten Liga jetzt am abgelaufenen Spieltag gegen Osnabrück. Rüdiger Rehm hat, glaube ich, zum ersten Mal in der zweiten Bundesliga ein Spiel gewonnen. Und Rüdiger Rehm ist natürlich auch Eva nicht ganz unbekannt, denn es war der, war es der Feuerwehrmann für Bielefeld? Also wie war die Situation, als Rüdiger Rehm nach Bielefeld wechselte? Also der wurde, kam ja nach Norbert Meyer. Norbert Meyer ist ja glorreicherweise nach Darmstadt gegangen, Ende der Saison 2015/16. Und dann kam Rüdiger Rehm, ich glaube von Sonnenhof Groß-Asbach. Genau, das muss man dazu sagen, Rüdiger Rehm kommt aus Heilbronn, hat ganz lange bei Sonnenhof Groß-Asbach als Spieler gespielt und dann auch als Trainer gearbeitet. Ja, und sehr erfolgreich, ne? Also muss man schon sagen. Ja, das war schon ordentlich, ja. Der ist, glaube ich, generell bei so kleineren Teams, was Groß-Asbach und Wien Wiesbaden ja jetzt ohne Frage nun mal sind, ist er auch relativ erfolgreich. Er kam damals bei uns aber zu einem Zeitpunkt, wo wir durch Norbert Meyer noch als sehr defensive Mannschaft eingestellt waren. Und dann kam mit Rüdiger Rehm einer, der innerhalb von, also wirklich in der Vorbereitungszeit, diese Mannschaft von 0 auf 100 zu einer komplett offensiv orientierten Mannschaft umbauen wollte. Und sowas kann halt richtig, richtig schief gehen in der zweiten Liga. Also ich erinnere mich an ein Spiel, legendäres 3:3 gegen Hannover zu Hause. Es war 90 Jahre alt, ja. Und Arminia machte 5 Tore, spielte aber 3:3, weil damals Sebastian Schuppan leider noch 2 Eigentore machte, was einfach komplett Rehms Schuld war, weil du kannst halt nicht David Ulm, der ungefähr so ein laufender Meter ist, gegen eine komplette Sturmreihe von Hannover aufstellen. Das kann halt nur schief gehen. Und ich glaube, dass der Kerl generell nicht unbedingt sehr geeignet für die zweite Liga ist. Also er ist ein Trainer, der ohne Frage ein Drittligateam sehr, sehr gut motivieren kann, sehr, sehr gut ausstellen kann, weil es nun mal in der dritten Liga schon einfach darum geht, einfach die bessere Mannschaft zu sein und nicht unbedingt die schlauere, finde ich jetzt. Und ich meine, wenn man sich mal dieses Relegationsspiel gegen Ingolstadt anguckt, Ingolstadt war halt einfach schlecht und Wiesbaden hatte eine gute Halbzeit und deshalb sind sie mehr oder weniger aufgestiegen. aufgestiegen. Und sie sind halt unfassbar anfällig in der Defensive, wie eben Arminia damals auch war, weil er mehr
Fokus auf die Offensive stellt. Wenn die mal vorne anfangen zu rollen, Scheffler und Co., dann kann das richtig eng werden. Ich meine, wir haben ja nun mal vor Stuttgart gegen Wiesbaden gespielt, aber gerade was hinten, also das ist ja Slapstick ohne Ende, was sie da unter anderem hinten von Torwart über die komplette Abwehrkette zusammentreiben da irgendwie. Du wolltest Murksen sagen, gibst du. Ja, ja. Ja, aber ich wäre da vorsichtig. Ne? Ich meine, wir spielen nächsten Freitag noch gegen Wien Wiesbaden zu Hause vor vermutlich ausverkauften Haus und nebenan dem ausverkauften Vasen und dann gucken wir mal, ob es da einen Heimsieg gibt. Also, du bist mir viel zu skeptisch, Sebastian. Ja, ich bin auch total skeptisch, aber das wäre echt so, dass das Spiel, was irgendwie alles jinxt irgendwie, ne, wir verlieren gegen Wien Wiesbaden irgendwie 0-1. Aber ich glaube es nicht. Nein, das wird nicht passieren. Nein, aber die gut, sind echt zu schlecht. Gut, dass ja. Eva hier mit dabei ist, weil du hast natürlich ja, die total. Eindrücke sammeln können ja. im Spiel gegen Bielefeld. Also würdest du schon sagen, dass Rehm trotz der ja, mauen Punkteausbeute und der vielen Gegentore schon trotzdem ein Trainer ist, der eher auf die Offensive setzt und jetzt nicht, wie zum Beispiel Aue, versucht, sich einen Punkt zu ermauern gegen ein Top-Team wie Stuttgart oder auch Bielefeld? Würde ich schon sagen, ja. Also ich finde, wo man das auch sehen kann, ist ja irgendwie ein bisschen bezeichnend, den einzigen Punkt, den sie davor geholt haben, war gegen Bochum und man hat, glaube ich, zur Halbzeit irgendwie nach 30 Minuten 3-0 gefühlt. Ja, das Freak-Spiel, ihr habt es gesehen. Und ja, ist dann absolut. In der zweiten Hälfte ja komplett eingebrochen. Ja. Ne? Also, und das ist schon so eine Sache, dass sie wenig Tore schießen, die da unten nicht. Also auch Bochum nicht, die haben beide mehr Tore als so das halbe Mittelfeld der zweiten Liga. Die können schon nach vorne, haben die, wie gesagt, mit Scheffler, ich glaube, der ist mit Klos und Ganvula oben mit die besten Torschützen, ne? Was natürlich auch relativ bezeichnend für diese Liga ist, wo man ein bisschen sieht, naja, vielleicht sind fast die Teams erfolgreicher, die mehrere Torschützen haben, als wirklich nur einen. Aber das ist so, also wie gesagt, vorne können die echt Probleme bereiten, gerade wenn sie zum Beispiel bei uns haben sie ja ganz klar Klaus als Problem ausgemacht und da dachte ich nach den ersten 15 Minuten, wir kassieren nach dem 1-0 noch drei Dinger, ne? Aber was sie nicht so gut können, ist sich so richtig zurückfighten. Also die schießen dann irgendwie nochmal ein Tor und verkürzen so ein bisschen, aber dann kommt halt auch wieder nichts mehr. Also irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, um ein Tor zu erzielen, brauchen die so viel Aufwand, dass dann erstmal eine Viertelstunde gar nichts kommt. Und klar, Stuttgart, also klar, ich würde jetzt auch sagen, ne, das Erster gegen Letzter, das ist hier klar wie Kloßbrühe so ungefähr. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ne? Also die haben schon, ich meine, sie sind ja immer noch aufgestiegen irgendwie in die zweite Liga und haben sich auch gegen ein Team, was ungefähr auch, glaube ich, fünffach so viel Kohle hat wie sie, schon durchgesetzt irgendwie. Die können schon einen Verein so ein bisschen zum Schwanken bringen, aber im Endeffekt, die können halt nicht über 90 Minuten das Tempo mithalten, was Stuttgart spielen kann. Also gerade in der Defensive ist es auffällig, dass da die Abwehrspieler langsam sind, auch in der Zweikampfführung etwas umständlich. Und du hast es ja schon gesagt, vor allem in der Offensive mit Scheffler, der, glaube ich, 6-mal getroffen hat in 8 Spielen. Also das ist schon stark für einen Tabellenletzten. Das ist freaky irgendwie, ja. Oder? Ja, also. Das ist richtig gut halt. Und Ditgen macht eine gute, oder spielt eigentlich gar nicht so schlecht, ja. Also wenn man jetzt ihn jetzt mal nimmt, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es ein Spieler ist, der bei einem Tabellen 18. der zweiten Liga unbedingt spielen müsste. Also den finde ich auch ganz ordentlich. Und mit Stefan Aigner, ja, hat man sich halt jetzt auch nochmal einen Spieler geholt, der eine gewisse Qualität mit reinbringt. Also der ist, glaube ich, so für Wien Wiesbaden schon der entscheidende Faktor in der Offensive. Also der hat jetzt schon einiges vorbereitet und für gefährliche Situationen gesorgt, seitdem er, glaube ich, wann ist er gekommen? Glaube ich, auch am letzten Tag der Transferperiode oder so. Also relativ kurzfristig kam der, ja. Also das ist schon okay, dass sie sich den geholt haben, aber nichtsdestotrotz, und da lege ich mich hier einfach fest, kann ich mir nicht vorstellen, dass es wie in Wiesbaden gelingt, in Stuttgart selbst einen Punkt zu holen. Also ich glaube hier wirklich, dass der VfB dieses Spiel souverän gewinnen wird. Also alles andere würde mich wirklich umhauen. Also Freitagabend, Sebastian, du hast ja schon gesagt, die Stimmung wird gut sein. Das Stadion wird, ich glaube, nicht ganz voll sein, aber es wird auf jeden Fall gut gefüllt sein. Und aber es ist das einzige Heimspiel während der Wahnsinnszeit. Ja, und das bedeutet,
Das bedeutet eigentlich gar nichts. Genau. Das bedeutet, zu viel dass ich mich halt irgendwie nach dem Spiel total drüber ärgere, dass die S-Bahn voll gekotzt ist. Aber ansonsten bedeutet es irgendwie gar nichts. Aber ja, ich glaube, es sind halt ein paar mehr Leute unterwegs. Ja, es sind ein paar mehr Leute unterwegs. Und ich meine, für die Spieler, die jetzt auf dem Platz stehen für den VfB, ist es ja mehr oder weniger das erste Mal, dass sie das Ganze miterleben dürfen, ja, Volksfest und gleichzeitig. Wollen wir kurz die Atakan-Karasor-Episode erwähnen? Ja, ich fand es jetzt nicht so außergewöhnlich, dass ich gleich einen Zeitungsartikel darüber verfassen Nein, würde, so wie manch anderer das getan hat. Ja, also für einen Spieler, der halt noch nie hier war, ist halt das Oktoberfest, Oi. Das Fest, was im Oktober stattfindet. Ja. Ja. Nein, wir wählen es nicht. Nee. Wir machen einfach weiter. Der arme Atakan Karasor. Erst kriegt das ab von, ja, oder sagen wir mal so, aufgrund schlechter Leistungen und dann muss er sich auch Oi. Okayer Leistungen. Ja, komm, also das hat sich auf Twitter bei manchem schon anders gelesen. Die waren ja sehr, sehr erbost über das, was er da so geleistet hat. Ich finde ihn Ja, aber auch nur, weil es halt am Anfang der Saison hieß, dass irgendwie er der Spieler von Tim Walter ist und bla 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 und Stammplatzgarantie. Aber Tim Walter hat ja auch relativ schnell gezeigt, hey, wenn dann der Karasor nicht so spielt, wie ich mir das vorstelle, dann ja, ist er auch kein Stammspieler mehr. Insofern ist es völlig okay. Sehr gut, dass du jetzt auf Aufstellungen überleitest, denn lass uns doch mal den Startelf-Tipp wagen. Ja, absolut. Das wird ganz interessant. Erstmal muss ich aufklären, 8. Spieltag. Ich habe wieder das Duell für mich entschieden, Sebastian. Schon wieder. Ich wusste zwar nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es tatsächlich gemacht. Jetzt werden natürlich einige sagen, Moment mal, ihr habt doch beide nur 7 Spieler richtig getippt. Wenn ihr die Grafik, die Grafik auf unserer Webseite vfbstr.de euch anschaut, das stimmt. Auf dieser Grafik ist das so hinterlegt, denn auch ich habe auf dieser Grafik Borna Sosa auf die linke Seite gestellt. Aber ich habe natürlich im Podcast gesagt, dass ich mich im letzten Moment dann noch gegen Sosa entschieden habe und Insua aufgestellt habe. Ja, also gut, ihr könnt es gerne nachhören. Muss man sagen, dass Ricky nicht nur den Podcast schneidet, sondern auch die Grafiken erstellt. Also insofern man sieht's, glaube ich auch. Nehme ich das mal unter Vorbehalt hin. Also ich würde natürlich hier nicht im Tippspiel, das ich eh schon anführe, bescheißen, ist ja klar, das habe ich ja gar nicht nötig, also, aber sei es drum. Dennoch habe ich 8 von 11 Spielern richtig getippt, Sebastian, du hast es auf 7 von 11 geschafft und also so langsam wäre mal der erste Sieg beim Startelf-Tipp fällig. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil ich finde es diesmal schon relativ schwer, wer dann aufgestellt von Tim Walter. Natürlich gibt es wieder ein paar Spieler, die noch angeschlagen sind. Silas haben wir gehört, hat glaube ich nur individuell trainiert. Clement ist auch noch nicht ganz fit. Castro fällt noch aus. Also da gibt es ein paar Spieler, wo man ein Fragezeichen hinter machen muss. Aber lass uns erstmal mit dem Offensichtlichen beginnen. Im Tor, denke ich mal, steht Gregor Kobel, da müssen wir nicht lange drüber diskutieren. Und Stenzel als Rechtsverteidiger ist auch gesetzt. So. Genau, über die beiden haben wir auch kurz über die sozialen Medien diskutiert, ob die beiden irgendwie eine Kaufoption haben. Ja, genau. Also, und sie haben beide keine Kaufoption. Also erstmal so gar nicht halt, ne? Richtig. Bei Kobel gibt es aber den Clou, dass der Spieler im Vertrag eine Kaufoption hat. Also sprich, nach diesem Jahr hat Hoffenheim die Möglichkeit zu sagen, okay, du kommst zurück und bekommst bei uns den Nummer 1 Status, macht das Hoffenheim nicht, also dann greift diese Kaufoption, dann kann Kobel, wenn er einen Verein findet, der glaube ich 4,5 Millionen hinlegt für ihn, sagen, ich wechsle jetzt zu diesem Verein. Ja, also okay. Das muss natürlich dann nicht der VfB sein, also diese Kaufoption. Nee, aber ist ja eine Option auf jeden Fall. Genau, ja. Also Hoffenheim hat nur die Möglichkeit, das zu verhindern, indem sie sagen, okay, du bist für uns ab der kommenden Saison die Nummer 1. Also sofern man das natürlich sagen kann, kann ja immer sein, der Spieler verletzt sich oder ja, klar. Also, aber es gibt im Vertrag von Kobel eine hinterlegte Option, dass er sagen kann, wenn das nicht der Fall ist, dann bringe ich euch einen Verein, der zahlt die 4,5 Millionen und dann bin ich weg. Also da gibt es eine Möglichkeit für den VfB anzugreifen. So. Und mal gucken, wie das dann letzten Endes für Gregor Kobel und den VfB Stuttgart enden wird. Und bei Stenzel gibt es eben gar keine Kaufoption, jedenfalls keine, die dem Kicker bekannt ist. Ich habe ja da kurz mit George Moisides hin und her geschrieben und gibt halt aktuell nichts, was man weiß. Aber ich vermute einfach mal, dass wenn das weiter so geht, dass sich dann Sven Mislintat auf den Weg machen wird nach Freiburg und schon mal Verhandlungen führen wird. Ja, wäre wünschenswert, oder? Also, ja, absolut, absolut. Ja. Also Stenzel ist gesetzt bei uns beiden in Verteidigung. Da würde ich jetzt bei mir auch nichts verändern. Da ist Bartstuber und Kempf auch safe. Absolut, ja. Und jetzt wird es interessant. Linksverteidiger.
Insua oder Sosa? Ich sag immer Sosa, aber Tim Walter sagt Insua. Ich sag Sosa. Ich frag die Eva. Eva. Ja, wenn du, genau. Pass auf, du musst jetzt gegen Aigner verteidigen. So musst du es sehen. Das heißt, Tempo ist nicht ganz so wichtig, aber eine gewisse Robustheit solltest du schon mitbringen. Wen würdest du jetzt aufstellen? Insua oder Sosa? Oh Gott, ich werde, glaube ich, hier gelyncht nach dieser Folge. Boah, ich glaube, ich würde Sosa sagen. So, falsch. So. Insua ist die richtige Antwort, die ich hier gebe. Ja, nee, also ich. Was bekomme ich, wenn ich richtig liege? Das ist die Frage. Ein Aufkleber. Cool. Wir hauen einen Aufkleber raus. Kann ich ja mal fragen, ob das gut kommt, wenn ich den im Block klebe. Ich glaube, dann habe ich auch bestimmt. Also ein Vertikalpassaufkleber ist neutral genug, den kannst du ruhig im Block kleben. Ja. Also, das Ding ist, warum lasse ich Insua spielen und nicht Sosa? Das möchte ich nur ganz kurz erklären. Ja, Sosa wurde ja eingewechselt und hatte da die Möglichkeit, ein bisschen mehr Tempo zu machen über seine Seite. Mhm. Er hat auch die Möglichkeit gehabt, mehr Räume zu nutzen, so muss man sagen. Und er hat halt nicht einen Zweikampf gewonnen. Ja, also, er hat jeden Zweikampf verloren. Dazu hat er irgendwie die Unart, seit dem Aue-Spiel, sich wirklich bei jeder kleinsten Berührung direkt fallen zu lassen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Tim Walter sowas honoriert. Also ich erwarte hier einfach von einem Spieler wie Sosa, dass er in diesem Moment, als er da eingewechselt wird, die Bielefelder waren auch schon, ich will nicht sagen platt, aber sie waren halt einfach auch schon etwas müder, weil sie halt einfach dann nur noch zu zehnt auf dem Platz standen. Da warte ich einfach mehr von Sosa. Da möchte ich einfach sehen, dass er jetzt hier uns allen zeigt, dass er der bessere Insua ist sozusagen. Ja, er hat ja noch nicht mal die üblichen Defensivaufgaben verrichten müssen, bei denen er ja eh schon Schwächen hat. Ja, also von daher war das für mich eine ganz schwache Leistung von Sosa in Bielefeld und deswegen spielt Insua, der mit seiner Erfahrung und auch seiner Robustheit für mich der geeignetere Linksverteidiger ist in dem Fall gegen Aigner dann. So, dann Sechserposition. Sebastian, jetzt bin ich mal gespannt. Santi! Also du sagst Karasor raus, Santi auf die Sechs. Ja, klar. Okay, also da gehe ich schon mal überhaupt nicht mit, weil ich glaube einfach nicht, dass Tim Walter Santiago Ascasiba als Sechser einsetzen wird. Das ist einfach nicht sein Spiel, glaube ich. Also ihm fehlen da, oder aus meiner Sicht fehlt Santiago Ascasiba einfach da so das Gefühl für den richtigen Pass und auch so eine gewisse, ich sage das ja schon häufiger, so eine gewisse Pressing-Resistenz. Also der ist natürlich ein enorm harter Spieler und führt wirklich krasse Zweikämpfe, kann man so sagen, aber es ist jetzt für mich kein Spieler, der einen Ball einfach halten kann, der mit einer geschickten Körpertäuschung nochmal so ein bisschen einfach dann den Spieler aussteigen lässt oder einen Raumgewinn durch einen angezogenen Sprint herbeiführen kann oder einfach so dieses Temperieren, das liegt ihm eigentlich nicht so. Ja, also nicht in dem Spiel, das Tim Walter von ihm verlangen würde als Sechser. Von daher kommen für mich dann nur Karasor oder Mangala in Frage. Und ich fand. Ja, aber andererseits war ja auch Santi derjenige, der halt dann irgendwie Mangala eingesetzt hat, zur Chance, die er halt irgendwie dann stümperhaft vergeben hat und so weiter. Also ich glaube, er hat schon die Qualitäten, die man braucht auf der 6 oder auf der 8. Also auf der 8, da gebe ich dir recht, aber auf der 6 sehe ich nicht. Auf der 6 auch. Also ich bin da völlig Santi-Fanboy. Also im System weiter sehe ich ihn dann nicht, aber ja gut, also es gibt mit Sicherheit auch Spieler, die weniger geeigneter wären als ein Santiago Ascasiba auf der 6, das stimmt schon. Aber in dem Spiel, ja, da hast du jetzt ja eigentlich auch nicht damit zu tun, dass du ständig da irgendwie ein kreatives Mittelfeld ausschalten musst. Das stimmt, ja. Also ich sehe da Karasor in meinem Fall und ich lege mich auch fest, dass Mangala und Förster wieder die, obwohl bei Mangala mache ich ein kleines Fragezeichen dahinter, ich fand den nicht schlecht, ja, aber obwohl, ich habe jetzt keine Alternative. Also für mich spielt halt Santiago Ascasiba nicht. Nee, nachdem Karasor den Kanchar der Vasen als Stuttgarter Volksfest oder Oktoberfest bezeichnet hat, sehe ich ihn halt komplett draußen. Für immer. Wahrscheinlich sieht das Tim Walter anders, aber für mich ist es halt irgendwie ein komplettes No-Go, der muss raus und deswegen ist Santi gesetzt. Okay, also ich lege mich fest, Mangala Förster sind dann die Achter / rechte Mittelfeld, linke Mittelfeldspieler. Und dann muss man leider wieder das nehme ich zurück, dann muss man die Davi wieder als Zehner aufstellen, wobei die Davi völlig okay. Also, ich würde gerne mal. Dass die Davi halt am 9. Spieltag in Folge noch in der Stammelf stehen kann, ist, finde ich, sensationell. Die Knochen scheinen mitzumachen, das stimmt schon.
Nee, aber ich würde gerne mal Clement auf der Position sehen. Klar, der ist jetzt angeschlagen, aber ich habe das Gefühl, dass Clement mit dieser, ich nenne sie jetzt mal Achterrolle, es ist ja kein richtiger Achter, ja, so wie man den Achter sonst interpretiert, so bringst du ja eher mit einem Castro in Verbindung. Also ich glaube, dass ein Clement als Zehner deutlich besser spielen könnte als eben als Achter. So, und die Davi macht das alles nicht schlecht, erzielt auch seine Tore, das ist alles gar keine Frage, aber mir fehlt da noch so das letzte Quäntchen einfach. Also mir ist er oft zu langsam, trifft auch dann und wann die falsche Entscheidung. Schwer, also aber er wird natürlich spielen, das ist halt mein Problem. Deswegen stelle ich ihn halt auch auf, weil ich ja so denken muss wie Tim Walter. Aber im fitten Philipp Clement, und Eva, da kannst du vielleicht nochmal was dazu sagen, der ist doch eigentlich der Zehner schlechthin, ja, hinter dann solchen Spielern wie ein Silas und einem Gonzales oder von mir ist auch ein Al-Gadoui. Das wäre doch einfach großartig, den Spieler da auf der Zehn zu sehen in Stuttgart, oder? Er ist halt eine unfassbare Ergänzung zu einem traditionellen Stürmer vorne, ne? Also der haut dir halt die Bälle vorne rein, macht aber auch selber irgendwie Sachen, wo du denkst so, ja, okay, wenn das jetzt irgendwie dein 0815 Mittelfeldspieler ist, der haut dir den halt irgendwie über Stadiondach. Clement ist halt schon richtig, richtig guter Spieler. Aber ich meine, ihr habt das auch gegen Fürth angesprochen. Irgendwie fehlt ihm noch das, was er halt in Paderborn letzte Saison ab und zu hatte. Ja, absolut, ja. Ja, ich glaube, der muss einfach nochmal erst richtig auch in dieses System Walter reinfinden, was ja schon ein anderes ist als das von Baumgart. Und ich würde ihm halt noch so 2-3 Spiele geben, bis er auch wieder komplett fit ist. Und ich denke mal auch, dann macht er auch mehr oder weniger dann auch irgendwann da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat. Es ist für mich wirklich das Hauptproblem, dass er die Vorbereitung nicht komplett absolvieren konnte und jetzt auch immer wieder ausfällt. Also ja, er hat ja noch nie 4 Spiele oder so am Stück mal bestreiten können für den VfB, sondern ist immer wieder ausgefallen, hat immer wieder kleinere muskuläre Probleme. Und ach, Mensch, das ärgert mich schon sehr, weil das war ein Spieler, auf den habe ich mich sehr gefreut. Und ich würde schon sagen, dass er zu den großen Enttäuschungen bislang für mich zählt. Also konnte noch nicht das zeigen, was ich eigentlich erwartet habe. So, Sebastian, jetzt musst du aber noch sagen, wen du ins Mittelfeld stellst, neben Santiago Casiba. Weil du brauchst auch noch 3 andere. Da kommst du nicht drum rum. Ja, ich brauche 3. Also, die Davi ist für mich fix. Weil, wie gesagt, solange er gerade auslaufen kann, ist er für mich gesetzt. Also, das finde ich auch irgendwie nach wie vor total beeindruckt, dass er nach 8 Saisonspieltagen noch nicht verletzt ist. Insofern ist die Davi für mich gesetzt. Und ich sehe dann auch noch Philipp Förster, gar keine Frage, weil echt Granate, ne? Also vor 3 Wochen kannte ihn noch keiner in Stuttgart, kommt aus Sandhausen, keine Sau kennt ihn. Und jetzt hängt er sich rein und gibt Gas und ist echt so der beste Spieler in den letzten 2 Spieltagen, total grandios. Und dann bleibt noch ein Mittelfeldplatz frei. Und ich glaube, dass Tim Walter Philipp Clement noch eine Chance gibt. Okay, wenn er fit ist, spielt er, sagst du? Ja. Ja, also hätte ich nichts dagegen. Hört sich gut an. Jetzt kommen wir zum Sturm. Das ist auch wieder so eine Baustelle für mich. Also Baustelle in Anführungsstrichen, das ist eher ja, so. Ja, weil wir halt so ein paar Wackelkandidaten haben, ne? Ja, genau. Also du weißt halt nicht, was ist mit Silas. Nico Gonzales, ich bin der Meinung, der hat auch noch nicht mit der Mannschaft trainiert, sondern nur individuell. Aber ja, die Woche ist noch lang. Ja. Heute ist Montag, wir spielen am Freitag. Ja, normal müsste es reichen. Er war ja, glaube ich, auch im Kader gegen Bielefeld. Also es kann jetzt nicht sein, dass er komplett kaputt ist. Also, genau. Also ich glaube, Gonzales, ja, der läuft auf. Den stelle ich auch auf. Also Gonzales würde ich auch in meinen Sturm packen. Und dann ist halt die Frage, wer ist jetzt der Stürmer neben Gonzales? Und ich sag, wir machen einen Freak-Sturm, Gonzales und Al-Gadoui. Ja, den habe ich auch. Ja! Also, alles entscheidet sich im Mittelfeld. Nee, Quatsch, du hast noch Sosa statt Insua. Also, das wird spannend. Also, hier könnte ich jetzt wirklich schon richtig davonziehen. Oder du kommst mal endlich ran. Also, mal gucken, wie das aussieht. Ja. Okay, aber, also. Was mich noch so aus der Außensicht interessieren würde, Eva, wir haben einen Stürmer wie Mario Gomez, der kolportiert 4,5 Millionen im Jahr verdient und der sitzt auf der Bank. Also, was macht das mit euch in Bielefeld? Ich muss sagen, bei uns war das so ein bisschen, als der dann reinkam, kurz nach Klos Platzverweis, war das auch so, okay,
Alles klar. Okay, ihr habt die Kohle, wir haben es verstanden. Also, ihr könnt ja jetzt halt eine Gomez auf den Platz schicken, wir schicken halt Stefan Seiger aus. Ja? Das ist halt schon so eine Sache. Ich glaube halt, das Ding ist so ein bisschen, wenn du halt Al-Ghadoui drin hast, brauchst du halt nicht noch einen, der da vorne mit seiner Größe rumsteht. Eben, ja. Aber halt das Ding, Al-Ghadoui kostet irgendwie, den haben wir verpflichtet für 300.000 pro Jahr und Mario Gomez kostet halt pro Jahr kolportiert 4,5 Millionen. Das heißt, der könnte 11-mal Al-Ghadoui kaufen pro Jahr auf 3 Jahre. Ne? Also das ist irgendwie völlig abgefahren. Ja, also dafür, was klar, er hat seinen Abseitstreffer da erzielt, aber er ist mir da schon ein bisschen lustlos vorne rumgelaufen zwischendurch. Klar, er stand da manchmal an den Orten, aber ich hatte das Gefühl, dass er gerade was Meta betrifft, nicht das macht, was Al-Ghadoui macht. Also nee, irgendwie das ist die Blickweise, die beiden auf ein Spiel haben, ist komplett unterschiedlich. Und ich erwarte von einem Gomez, der, weiß ich nicht, irgendwie in der 68. reinkommt und jetzt noch 20 Minuten zu spielen hat. Und Al-Ghadoui, der seit eben 70 Minuten spielt und es auch ab und zu vielleicht nicht so einfach hatte, dass von dem schon ein bisschen mehr kommt. Weil ich glaube, alterstechnisch ist der Al-Ghadoui ist doch, glaube ich, auch schon Ende 20? Oder? Ja, ich glaube 29. Ne? Ja. Also ich meine, das ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt einen Stürmertyp, der ist jetzt gerade erst, ne? Genau, knapp 20, der andere ist irgendwie Ende 30 oder so. Genau, der kann mal locker irgendwie seine 90 Minuten durchhalten, sondern da ist gar nicht so ein großer Unterschied und Gomez kennt halt die liegen viel mehr auswendig als einen Al-Ghadoui. Und da erwarte ich schon von diesem Typen, der halt eine Menge Kohle verdient, dass da mehr kommt. Wenn er in einem Überzahlspiel reinkommt, dann sollte der schon ein bisschen mehr machen, als ab und zu mal an der richtigen Stelle stehen. Er würde ich als Fan von ihm, nicht nur als Fan, aber auch als Trainer von ihm erwarten. Und dafür war das für mich echt enttäuschend, was von ihm kam. Er hat schon eine so pomadige Art und Weise, Fußball zu spielen. Das wird ihm eigentlich auch immer wieder vorgeworfen von doch relativ großen Teilen der VfB-Fans. Das stimmt auch. Es ist halt einfach kein dynamischer Spieler, so wie er früher dann vielleicht so eine gewisse Kraft, Bulligkeit oder so ausgestrahlt hat. Das fehlt ihm auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Vielleicht liegt es daran, dass die Innenverteidiger inzwischen auch andere Typen sind. Obwohl, na, eigentlich hast du früher auch richtige Kanten hinten drin gehabt. Nee, ich weiß nicht. Aber ihm fehlt einfach die Dynamik, selbst in der zweiten Liga macht er für mich jetzt nicht den Unterschied aus, wenn er auf Platz aufläuft. Also man hat schon das Gefühl, das ist jetzt wahrscheinlich seine Abschiedstournee. Also ich gehe auch schwer davon aus, dass Mario Gomez nach diesem Jahr seine Karriere beenden wird. Also das würde mich wirklich überraschen, wenn der nochmal ein Jahr im deutschen Fußball dranhängen würde. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er innerhalb Deutschlands wechselt, dass irgendwas Verrücktes vielleicht nochmal bei ihm stattfindet, weiß ich nicht, USA oder so. Kann ich nicht ausschließen, aber ich glaube, in Stuttgart wird man den Vertrag nicht verlängern und ich kann mir auch jetzt nicht vorstellen, dass irgendein anderer Verein bereit wäre, selbst 2,5 Millionen für Mario Gomez im Jahr zu bezahlen. Die Zeit ist einfach schon schwierig. Ne? Also er macht irgendwie das vermeintliche Tor und dann wird es nicht gegeben oder wird überprüft und er steht daneben und du hast da nicht irgendwie so den Eindruck, als ob er mit jeder Faser dafür brennt, dass dieser Treffer halt zählt. Ne? Er steht halt daneben und denkt, ja, dann lass es gelten und lass es nicht gelten, aber mir ist eigentlich auch egal. Also ja, es gab auch eine schöne, diese Gleichgültigkeit, das möchte ich ganz kurz aufgreifen. Es gibt ja auch eine interessante Geschichte, dass Mario Gomez einer der Spieler war, die jetzt, sag ich mal, mit dem Abstieg schneller zurechtkamen als andere. Gut. Ich möchte es mal so stehen lassen, ja. Also das war jetzt niemand, der in der Kabine saß und da in Tränen ausgebrochen ist. Also es scheint irgendwie auch so eine Distanz zwischen, oder eine emotionale Distanz zum Spiel allgemein zu bestehen zwischen Gomez und dem Fußball an sich. Vielleicht hat er einfach schon zu viel erlebt. Ich meine, der hat ja alles wirklich schon mitgemacht. Champions-League-Sieger, der war er nicht damals auch dabei beim Europameisterschaftsfinale? Ich verfolge die Nationalmannschaft nicht, von daher, keine Ahnung. ich glaube aber, zu dem Zeitpunkt war er Nationalspieler, deswegen müsste er dabei gewesen sein. Und natürlich mit den Bayern alles gewonnen, mit dem VfB in die Überraschungsmeisterschaft. Also vielleicht ist er auch einfach durch mit dem ganzen Thema inzwischen und kann sich da nicht mehr richtig begeistern oder so. Was denn mit Torjägerkanone in der zweiten Liga? Das wär's doch mal. Ja, ich glaube, daran hat er gegen Hannover noch geglaubt, denn da ist er nämlich, glaube ich, auch über 10 Kilometer gelaufen. Durfte er ja beginnen. Und war er dann verletzt? Ich glaube, dann hat er sich verletzt. Genau, hat er so eine muskuläre Verletzung gehabt. Richtig, so war's. Und
Dann hat er wahrscheinlich die Torjägerkanone ja, für sich abgeschrieben und hat gesagt, ne, das brauche ich auch nicht mehr durchziehen hier. Nee, keine Ahnung, aber das, mich stört es auch so ein bisschen, weil ich habe irgendwo ein bisschen darauf gehofft, dass Gomez hier nochmal ein richtig geiles Zweitliga-Jahr hinlegt. So ähnlich wie Terodde, sage ich jetzt mal. Also einfach die komplette Liga zusammenschießt und am Ende, weiß ich nicht, über 20 Tore für den VfB erzielt. Und danach sieht es halt Stand jetzt nicht aus, ja. Kann sich natürlich immer noch dahin entwickeln, aber es würde mich schwer wundern. Und es ist ja auch bezeichnend, dass dieser ehemalige absolute Top-Stürmer inzwischen hinter Al-Ghadoui, Silas Amakituka und Nico González, der fast schon verspottet wurde nach der letzten Saison, nur noch Stürmer Nummer 4 beim VfB ist, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Ja, Moment mal. Silas, Nico, Al-Ghadoui, Stürmer Nummer 4. Gomez, ja, keine Frage, ja. Darf ich auch mal eine Frage stellen? So, ne? Selbstverständlich. Also was mit Massimo? Also ich fand, der hat schon noch mal ein bisschen Power ins Spiel gebracht, als er reinkam. Ich fand, der hatte, also jetzt, er ist natürlich auch Ex-Bielefelder, tat mir ja tatsächlich echt ein bisschen leid, weil er letzte Saison verdammt viel verletzt war. Und gerade Sabene hätte ihm wahrscheinlich, glaube ich, ein, zwei Mal noch mehr, ein bisschen mehr die Chance gegeben. Hat ja auch ein Tor gegen Darmstadt erzielt. Ich habe das Gefühl, dass manchmal, er ist immer noch ein bisschen übermütig in manchen Situationen, aber ist das nicht zum Beispiel gegen wen etwas, was gerade wenn die müde sind, so 60. 70. Minute nicht von Vorteil sein könnte? Also das Ding ist, dass man Massimo hier in Stuttgart jetzt aktuell versucht, zum Rechtsverteidiger umzuschulen. Das ist der mittelfristige Plan von Tim Walter. Er hat gesagt, der Junge hat einfach einen unheimlichen Speed, der hat auch einen großen Kampfgeist und eine solide Zweikampfführung, deswegen versucht man ihn zum Rechtsverteidiger umzuschulen und das macht man nicht in der Profimannschaft, sondern in der Oberligamannschaft des VfB Stuttgart, nämlich dem beim VfB Stuttgart 2. Das heißt, da wird er regelmäßig... Zumal wir außer Pascal Stenzel auch keinen Rechtsverteidiger wirklich haben einfach. Ne? Ja, Endo ist noch so ein Rechtsverteidiger. Ja, aber... Ja. Mit Endo geholt und hatte halt noch 0 Minuten in der Profimannschaft. Also. Ja, den hast du bislang nicht gebraucht. Aber genau. So, die Idee ist halt einfach, Massimo als Rechtsverteidiger irgendwann mal einsetzen zu können. Und er macht das in der Oberliga auch sehr gut. Zuletzt hat er jetzt aber nicht mehr gespielt im Oberliga-Team, war immer im Kader der Profimannschaft, hat jetzt auch seine Minuten bekommen. Und also ich habe ihn in der Oberliga gesehen, das ist natürlich dann schwer zu vergleichen mit der zweiten Liga, aber ich würde halt schon sagen, dass es echt ein geiler Spieler ist. Also gerade das Tempo, was er mitbringt, aber auch die Robustheit, das siehst du ihm ja gar nicht an. Das ist ja schon ein schmächtiger Typ, aber der kann sich da schon gut durchsetzen. Wie gesagt, das ist Oberliga gewesen, aber trotzdem erkennst du ja, scheut er jetzt den Zweikampf oder ist er da bereit, wirklich dann ja auch hinzugehen, wo es weh tut, wie man so schön sagt. Also das sieht schon alles ganz ordentlich aus und ich würde mich auch freuen, wenn der mal länger als 4 Minuten auf dem Platz stehen kann. Also bislang hat er die Chance nicht bekommen, aber ich gebe dir schon recht, gegen wen? Wiesbaden wäre das eine Option, aber er hat es natürlich enorm schwer mit Mittelfeldspielern wie Mangala, Förster, Didavi, Clement, Castro, die alle vor sich, ja, also es wird einfach schwer und an Stenzel ist momentan kein Vorbeikommen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn Stenzel wirklich mal ausfällt, dass vielleicht Massimo beim passenden Gegner eher eine Chance hat als ein Endo. Das könnte ich mir schon vorstellen, weil Tim Walter ist wirklich voll des Lobes und ich glaube, die halten große Stücke auf ihn und sind sich auch sicher, dass aus dem Jungen was werden kann. Ich kann es halt nicht einschätzen, weil ich kenne nur diese guten Jahre unter Jeff Salbene. Das war ja so ein bisschen der Entdecker von Massimo. Ja. Und da ist ja die ganze Bundesliga schon auf ihn aufmerksam geworden. Hoffenheim wollte den glaube ich, und der VfB hat dann den Zuschlag bekommen. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Dann hast du es ja schon gesagt, kamen die ganzen Verletzungen. Und jetzt die Rückholaktion nach Stuttgart, da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, Mensch, macht das so viel Sinn, den jetzt zu holen? Hat er überhaupt eine Chance, auf Einsatzzeiten zu kommen? Dann dachte ich noch, die verleihen den vielleicht. Ja, es ist eine schwierige Situation für ihn. Also ich hoffe, dass er Möglichkeiten bekommt, sein Können unter Beweis zu stellen. Ansonsten ist es halt echt schwierig für einen jungen Spieler, der nicht spielt. Ja, kann er so viel Talent haben, wie er will, aber er wird sich halt nicht so richtig weiterentwickeln, wenn er nicht die Minuten bekommt. Ja, klar, aber ich glaube, er hat halt bei euch, wenn, hätte er halt auf jeden Fall mehr Chance zur Weiterentwicklung als bei uns, weil wir haben ja keine U23 mehr, ne? Also die wurde ja abgemeldet. Das heißt, wir haben erst wieder die U19, die aber halt ja in eine
Junioren-Bundesliga spielt oder so. Mhm. Und auch ganz okay spielt. Aber das ist dann für jemanden wie Massimo vielleicht auch einfach ein bisschen zu wenig. Also dann glaube ich halt eben schon, dass Oberliga fast ein bisschen besser ist mit so ein bisschen, ja, Verein, die eben nicht nur zweite Mannschaften sind, wo man sich da auch ein bisschen messen kann, als immer nur diese Junioren-Bundesligen im Prinzip. Also das denke ich schon, dass das keine schlechte Idee war, den zurückzuholen, weil ich halt eben nicht weiß, ob er, und ich meine, sie werden, ob er unter Neuhaus halt noch so viel Einsatzzeit bekommen hätte, weil er war ja zwischendurch wieder fit und da hat er meistens noch nicht mal mit zum Kader gehört. Also generell gibt Neuhaus, glaube ich, jüngeren Spielern eben auch die Chance. Das sieht man auch bei Pipa oder dass er Kronsbruch halt immer mal wieder mit im Kader hat. Aber ich glaube, dass er halt jetzt nicht die Art von Weiterentwicklung in Bielefeld bekommen hätte. Also ich glaube, dass es für den VfB besser gewesen wäre, kann man natürlich jetzt nicht mehr ändern, wenn die zweite Mannschaft in der Regionalliga verblieben wäre. Dann wäre das, glaube ich, eine richtig gute Situation gewesen für alle Beteiligten. Massimo hätte eine gewisse Qualität, gegen die er dann sich auch beweisen müsste. Und ja, der VfB könnte so vielleicht diesen Spieler dann ja, einfach so weiterentwickeln, Einsatzzeiten geben und dann immer mehr an den Profikader ranführen. Jetzt mit der Oberliga ist schwierig. Also ein Jahr mag das mal gehen, aber wir kommen ja nachher noch ganz kurz auf die U21. Wenn die jetzt wirklich nicht aufsteigen sollen, ist es natürlich noch früh in der Saison, aber trotzdem, man hat schon einen gewissen Rückstand, dann sehe ich das eher als Problem an, dass man so einen Spieler wie Massimo in der Oberliga einsetzt. Wie gesagt, so kurzfristig ist es so in Ordnung, aber langfristig ist das ein Spieler, der eigentlich mindestens Regionalliga spielen muss, um sich, ich sag mal, gewinnbringend weiterzuentwickeln. Deswegen dachte ich auch, dass man ihn verleiht und ja, dass er da dann, weiß ich nicht, bei einem soliden Drittligisten oder so spielen kann. Vielleicht kommt das auch noch im Winter oder so. Könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass das weiter sagt, der Junge muss spielen auf höherem Niveau als Oberliga. Lass uns den nochmal verleihen. Weil das Problem war natürlich, wie du sagst, in Bielefeld hat man halt einfach nicht die Möglichkeiten gehabt, ihn regelmäßig einzusetzen. Und da macht natürlich wenig Sinn, ihn da auf dem Trainingsplatz, ich sag mal, versauern zu lassen. Ja, und dann steckt man ihn hier lieber in die Oberliga. Und es ist ja auch cool vom Spieler, dass er das mitmacht. Ja, da hatten wir hier in Stuttgart auch schon andere Spieler, die gesagt haben, nee, in zweiter Mannschaft spiele ich nicht. Und er ist ja bereit. Ja. Also er ist ja bereit, das anzunehmen. Er ist bereit für Veränderungen. Auch das ist ein Zeichen vom Spieler. Der Trainer sagt, ja, du bist für mich ein Rechtsverteidiger. Und er zieht es halt mit und oder zieht da mit und versucht sich in diese Richtung zu entwickeln. Also das scheint ein echt guter Junge zu sein. Also ich habe Bock auf den und ich hoffe, er bekommt halt seine Möglichkeiten hier in Stuttgart. Ja. Gut, ich würde sagen, das Thema Didavi und das Interview mit der Stuttgarter Zeitung, das lassen wir jetzt mal aus. Ich kann es auch kurz zusammenfassen. Didavi ist also super glücklich hier beim VfB und findet die Fans gut, kritisiert sich selber dann auch gerne mal und auch die Mannschaft. Also ja, voll gut. Also, eigentlich sind das genau die Worte, die du hören möchtest von einem Spieler. Also der redet nicht alles schön, ganz im Gegenteil. Er sagt auch, es fehlt so ein bisschen, ja, der letzte Punch und man lässt zu häufig nach und denkt, es werden auch mit 80% die Spiele gewonnen und erst wenn es dann wirklich eben ein Gegentor gibt oder wenn es halt enorm knapp ist, dann ist die Mannschaft wieder bereit, noch eine Schippe draufzulegen. Also das war sehr selbstkritisch, das Interview. Empfehle ich jedem, das Ganze mal durchzulesen. Aber wir brauchen, glaube ich, jetzt nicht detailliert darauf eingehen. Auf eine andere Geschichte möchte ich aber noch detailliert darauf eingehen. Und zwar auf die Entscheidung zum Thema Vorstandsvorsitz, die laut Stuttgarter Nachrichten Mitte Oktober bis Ende Oktober fallen soll. Und mein Favorit scheint inzwischen auch der Favorit des VfB Stuttgart zu sein. Mein geliebter Bernd Häusler, ich muss es schon so sagen, also ich bin großer Freund von Bernd Häusler inzwischen geworden. Ich gucke mir immer noch Videos von ihm an, also fast schon wie so ein YouTube-Groupie gucke ich mir alte Bernhard Häusler-Videos an und sitze dann immer mit so Herzchenaugen vor meinem Laptop und denke mir so, ach, es wäre so schön, wenn der hierher kommen könnte. Ja, also wie gesagt, die Stuttgarter Nachrichten wollen erfahren haben, dass Bernhard Häusler der Favorit ist beim VfB auf den Posten des Vorstandsvorsitzenden. Ein Punkt möchte ich trotzdem kurz ansprechen. Sebastian, da interessiert mich vor allem deine Meinung. Wie es aussieht, wird der Vorstandsvorsitzende vor dem neuen Präsidenten benannt. Ja, das ist ja schon eher ein Problem, würde ich sagen. Also ich finde es schon wichtig, dass der neue Präsident und der Vorstandsvorsitzende
Die müssen nicht einer Meinung sein, aber die müssen zumindest mal das gleiche Ziel vor Augen haben. Ja, also es macht für mich wenig Sinn, einen Vorstandsvorsitzenden zu installieren, der als Ziel, weiß ich nicht, in 3 Jahren die Champions League sieht und auf der anderen Seite dann einen Präsidenten zu haben, der ja mit so Sätzen wie oder der Demut vorausschickt und ja irgendwie eine langfristige Arbeit mit dem Trainer und eben einen langsamen Aufbau. Auch wenn natürlich ein Präsident, das weiß ich schon, jetzt wenig mit der Fußball-AG an sich zu tun hat, aber trotzdem sind es 2 Repräsentanten im weitesten Sinne des Vereins und sind eigentlich so die 2 mächtigsten Männer im Club. Ich finde, da sollte schon eine gewisse Einigkeit und auch Verbundenheit vorhanden sein. Ja und nein, aber wenn man bedenkt, dass der Präsident des VfB Stuttgart 1893 e.V. auch gleichzeitig der Vorsitzende des Aufsichtsrats des VfB 1893, der 1893 AG ist, dann weiß ich nicht, ob halt der Präsident und der Vorstandsvorsitzende so die besten Kumpels sein müssen. Ne? Weil der müssen nicht. Aber der eine muss den anderen beaufsichtigen. Und deswegen sehe ich persönlich auch nicht so unbedingt, dass die beiden einer Meinung sein müssen, weil der eine muss den anderen irgendwie beaufsichtigen. Ja, und wenn der eine andere Ansichten hat als der andere, ja gut, dann muss man halt drüber diskutieren. Insofern sehe ich diese ganze Diskussion, muss jetzt der Präsident zuerst, muss der Vorstandsvorsitzende zuerst, die sehe ich nicht ganz so streng. Also die beiden müssen schon so ein gepflegtes Konkurrenzverhalten miteinander pflegen, weil der eine beaufsichtigt den anderen. Die müssen sich in meiner Wahrnehmung nicht unbedingt eins sein. Also die können auch schon mal anderer Meinung sein, gar keine Frage. Und ich fände es eher sogar kritisch, wenn jetzt irgendwie die 2 besten Kumpels diese beiden Posten übernehmen würden, weil das fände ich dann irgendwie wieder nicht so gut. Also ich fände da schon so ein bisschen Diskrepanz, fände ich gar nicht schlecht. Ja, gegen die habe ich auch nichts. Also, dass da 2 Kumpels beide Posten innehaben müssen, das sehe ich auch absolut ein, dass das überhaupt keinen Sinn macht, da gebe ich dir absolut recht. Ja, aber ich sehe halt wirklich ein Problem, wenn da 2 komplett unterschiedliche Charaktere auf diesen 2 wichtigen Positionen dann sich wahrscheinlich täglich begegnen müssen. Ja, und wie du es halt sagst, der Chef des Aufsichtsrats ist halt sozusagen dann schon auch jemand, der gewissen Einfluss vielleicht hat auf den Vorstandsvorsitzenden, beziehungsweise allein auf die Entscheidung, wer das wird. Und das wirkt jetzt hier, als ob die AG, der Präsidialrat, schnell noch was durchdrücken möchte, bevor dann ein neuer Präsident feststeht. Man könnte dem Präsidialrat Den Vorstandsvorsitzenden bestimmt ja der Aufsichtsrat der AG. Ja, aber der Präsidialrat, die suchen ja jetzt gerade händeringend nach ihrem Kandidaten. Der Präsidialrat sucht einen Präsidenten und... Nee. Der Präsidialrat sucht nicht den Präsidenten. Die sind für den Vorstandsvorsitzenden zuständig. Der Vereinsbeirat sucht jetzt gerade nach Präsidentschaft. Sorry, ja genau. Ja, also ja. Der Vereinsbeirat sucht einen Präsidentschaftskandidaten und der Vorstand der AG sucht einen Vorstandsvorsitzenden. Und das ist halt so ein bisschen Wettlauf, wer er halt einen Kandidaten präsentiert. Ja, wie gesagt, also ich sehe es halt so, dass du jetzt momentan als Präsidialrat vorsichtig sein musst oder dir genau überlegen musst, wen setzt du dahin als Vorstandsvorsitzenden. Absolut, nicht, dass du im schlimmsten Fall dann wirklich da wieder neue Gräbenkämpfe aufmachst, weil das können wir halt überhaupt nicht gebrauchen. Direkt wieder Unruhe. So. Und von daher, ich sehe es halt wirklich so, dass man vielleicht sich dann mit einem Kandidaten schon einig sein kann, aber vielleicht ihn dann erst im Januar präsentieren könnte oder so. Ja, es muss ja nicht unbedingt so sein, dass man sich vorher noch nicht mit einem Kandidaten geeinigt hat, aber jetzt, momentan, hast halt wieder das Problem, dass dann der ein oder andere Fan sich denkt, okay, hier versucht gerade der Präsidialrat den idealen Vorstandsvorsitzenden zu platzieren, den dann ein möglicher neuer Präsident eben nicht verhindern kann, weil er dann halt als Aufsichtsratschef dann in der AG sitzen wird und vielleicht sein Veto einlegen würde, wenn das nicht aus seiner Sicht der richtige Vorstandsvorsitzende ist. Genau. Also, das ist eine Unterstellung meinerseits. Der Präsidialrat ja quasi nur so ein schnelles Einsatzkommando des Aufsichtsrats der AG ist, um schnelle Entscheidungen zu treffen. Also insofern glaube ich, dass ein Vorstandsvorsitzender nur vom Aufsichtsrat der AG nominiert, bestimmt irgendwas wird. Ja, also gewählt
Vermutlich schon, aber die führen halt jetzt die ganzen Gespräche, die Jungs vom Präsidialrat. Das war ja schon immer so, ja genau. Ja, das ist halt für mich dann schon, also so ein richtig gutes Gefühl habe ich damit nicht, das möchte ich sagen. Nein, habe ich nie. Also, das stimmt. Wenn da oben irgendwas entschieden wird, habe ich nie ein gutes Gefühl. Interessant ist auch, dass Robert Schäfer so ein bisschen aus dem Fokus gerückt sein soll. Das war ja Dietrichs Kandidat. Ich bin nicht undankbar. Absolut nicht, das ist eigentlich die gute Nachricht dieser Meldung. Ja. Und auch, dass Alexander Werle, der Geschäftsführer Sport beim 1. FC Köln, wohl kein Interesse mehr an diesem Posten hat. Auch da muss ich sagen, super, Herr Werle, bleiben Sie bitte beim 1. FC Köln. Hier in Stuttgart hat keiner was dagegen. Auch da, ja genau. Was aber noch interessant ist, das müssen wir noch ganz kurz ansprechen, die Stuttgarter Nachrichten sagen auch, dass Thomas Hitzesberger wohl Interesse haben soll an dem Posten des Vorstandsvorsitzenden. Und das wäre natürlich schon interessant, weil diese Konstellation haben wir ja mal so ein bisschen durchgesponnen und meinten dann, ja gut, du musst dann im schlimmsten Fall wieder nach einem Sportdirektor suchen, weil wahrscheinlich Sven Mislintat eben eins nach oben rücken würde und dann eben Sportvorstand werden würde, dann hast du wieder eine Vakanz auf dem Direktorenposten oder andersrum, Mislintat bleibt Direktor, dann brauchst du wieder einen Vorstandssport. Also alles nicht so ideal, man macht sich eine neue Baustelle auf und man weiß nicht so richtig, ob natürlich dann ein neuer Direktor oder Vorstand vielleicht ja genauso gut mit Mislintat arbeiten kann, wie das eben offensichtlich Thomas Hitzesberger tut und vielleicht natürlich dann auch mit Tim Walter nicht so gut klarkommt, das weiß man natürlich auch nicht. Von daher, ich hätte glaube ich nichts dagegen, wenn man Hitzesberger und Mislintat genau da lässt, wo sie jetzt sind und dann Bernhard Häusler als Vorstandsvorsitzenden präsentiert. Halt Eva, was sagst du? Thomas Hitzesberger könnte auch Chef vom VfB werden, oder? Orakel Eva, sag mal. Darf ich erst mal kurz sagen, ich bin froh, dass das bei uns momentan alles so relativ solide besetzt ist. Das ist ja echt, möchte ich mir momentan keine Gedanken drüber machen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich glaube, jeder ist erstmal besser als Dietrich in diesem Verein. Wenn ich das richtig verstanden habe. Da sind wir uns einig, definitiv, ja. Wenn ich so die letzten paar Monate richtig interpretiert habe. Ja, hast du. Ja, also ich glaube, es ist halt schon wichtig, wie ihr eben schon sagt, dass auf der einen Seite natürlich nicht so ein Zickenkrieg ausbricht, mehr oder weniger. Aber dass ich halt A und B schon irgendwie Kontra geben, ne? Also dass immer nicht so, ja, du machst schon das Richtige und so. Ja, das hat mir lang genug, glaube ich, dass ich genau die verantwortlichen Gremien gegenseitig beteuert haben, wie geil sie eigentlich sind, ja. Ja, und ich glaube, also das irgendwie muss eben schon so ein bisschen Diskussionsbedarf da sein und es muss halt auch jemand kommen, der dazu auch so ein bisschen Bock drauf hat. Ne? Also der sagt, ja, dann gehe ich halt lieber dreimal in eine Diskussion, als irgendwie dreimal kleinen beizugeben. Und ich glaube, das ist halt eben auch das, was Stuttgart irgendwie braucht. Das ist übrigens auch ein guter Punkt. Die Diskussionsführung an sich muss sich auch ändern beim VfB. Also hat man auch das Gefühl, wenn irgendjemand, der ein Thema auf der Agenda hat, das nicht durchbringen kann, dass der nächste Schritt dann direkt die Öffentlichkeit ist. Das ist so immer ein bisschen das, was in den letzten Jahren eigentlich hier beim VfB passiert ist. Plötzlich dringen Dinge an die Öffentlichkeit, die eigentlich nie öffentlich werden sollen oder sollten. Und auch da muss es halt einfach eine andere Diskussionskultur innerhalb der oder zwischen den verschiedenen Gremien geben. Also auch das ist, glaube ich, wichtig. Und auch da muss man natürlich aufpassen, welchen Vorstandsvorsitzenden man sich dann letzten Endes ins Haus holt. Ja, mal abwarten. Apropos Haus, auch noch ein gutes Thema. Denn unser Haus, das Neckarstadion, steht vor einer größeren Renovierung. Und zwar vor, jetzt weiß ich gar nicht mal, wann das letzte Mal renoviert wurde. Aber ich glaube 2005 oder 4. Sebastian, weißt du es noch, vor der WM auf jeden Fall? Ja, vermutlich, ne? Ja, genau. Jetzt steht wieder ein großes Ereignis an in Deutschland. Und zwar die Euro 2024. Kannst kaum abwarten. In absolut wie viel? 128 verschiedenen Ländern, das wird total geil. Ich weiß genauso nicht. Wie die aktuelle Leichtathletik-WM in Doha. Das wird super gut, ja. Ich freue mich total. Auf jeden Fall soll das Neckarstadion renoviert werden. Umgebaut wird das Stadion Untergeschoss der Haupttribüne und die Pressetribüne, die ja auch wirklich, Sebastian, du kannst ja von Lied singen, in einem eher, schwierigen Zustand ist, so möchte ich es mal sagen. Zum einen, ich würde mal sagen,
stellen ein vernünftiges WLAN her und dann ist es super. Aber ja, man kann natürlich auch alles komplett neu renovieren, aber ja. Wenn du die Kohle hast, dann hau sie auf den Kopf. Das ist auch mein Lebensmotto. Komm, du hast die Kohle. Ja. Sparen bringt nichts mach mehr. Halt, mach halt neu, klar. Mach neu. Außerdem mach neu. Will man die Sicherheits- und Technikbereiche optimieren. Ja. Ja. Auch spannend, neue Kameras und dann genau, eben vielleicht doch endlich mal ein WLAN. Der VfB möchte außerdem natürlich noch die Business-Sitze verbessern natürlich. Und ausbauen. Also wie man einen Business-Sitz verbessert, das weiß ich nicht. Also wahrscheinlich wird man den auch renovieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Sitze jetzt breiter macht, weil die Ärsche fetter werden oder so. Also das wird noch weicher wahrscheinlich. Noch weicher. Ricardo wird da wieder den richtigen Bezug finden, da bin ich mir sicher. Ja. Wie gesagt, das Ganze möchte man auch noch in den Angriff nehmen. Kostenpunkt für die ganze Aktion sind 65 Millionen, Stand jetzt. Das wird sich in der Regel dann natürlich auch noch mal ein bisschen nach oben korrigieren. Und jetzt wird es natürlich interessant, wer übernimmt die Kosten dafür? Zum einen die Stadiongesellschaft, die ist hundertprozentig städtisches Eigentum. Und die nimmt jetzt ein Darlehen in Höhe von 22,5 Millionen auf. Und das Ganze möchte man dadurch eine Pachterhöhung refinanzieren. Und hier kommt zum ersten Mal der VfB ins Spiel. Denn der VfB zahlt zurzeit 5,2 Millionen Euro Pacht für das Neckarstadion. Und nach der Erhöhung soll der VfB 6,2 Millionen Euro Pacht zahlen. Kleiner Haken, aktuell muss der VfB eben nicht diese volle Summe bezahlen, weil es eine vertragliche Vereinbarung gibt, dass wenn der VfB in der zweiten Liga spielt, man nur irgendwie die Hälfte davon zahlen muss. Ja, also die Pacht wird sozusagen wegen des Abstiegs gestundet und zwar um die Hälfte, sprich aktuell zahlt der VfB dann irgendwie 2,6 Millionen Euro und nach der Erhöhung, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass wir aufsteigen, zahlen sie diese 6,2 Millionen, also das schlägt richtig ins Mett. Außerdem muss der VfB noch aus eigener Tasche 22,5 Millionen zu den Renovierungsarbeiten beisteuern. Wie man das Ganze finanziert, ist noch offen, entweder durch Eigenkapital oder man nimmt einfach einen neuen Kredit auf, so leicht ist das heute. Also sprich, der VfB ist natürlich zum einen der VfB profitiert natürlich am meisten von dieser Umbauaktion, deswegen muss er natürlich auch am meisten Geld dazu beitragen, das kann ich schon nachvollziehen ein Stück weit, also dass der VfB hier den größten Anteil tragen muss und dann bleiben immer noch 20 Millionen übrig, die würde dann die Stadt Stuttgart übernehmen. Ja, also man kann sagen, dadurch, dass die Pacht erhöht wird, übernimmt der VfB eigentlich 45 Millionen der Umbaukosten und 20 Millionen übernimmt die Stadt. Weil, genau, der VfB kassiert dann auch wahrscheinlich anschließend dann aus den Einnahmen von den Business-Logen und tralala. Das ist der Plan. Und das Entscheidende ist aber, glaube ich, auch, dass dann irgendwie die Haupttribüne für 2 Jahre oder so eine Baustelle ist. Und da relativ viele Plätze wegfallen. Also das wird dann schon ein bisschen spannend werden. Ja, das muss man auch noch berücksichtigen. Natürlich während den Umbauarbeiten wird es da einige Plätze weniger geben. Ja, wie viele das letzten Endes sein werden, müssen wir mal abwarten. Aber ja, also da kommt auf jeden Fall ein größerer Umbau auf uns zu. So, und heute ist der Tag der Überleitungen und dann sind wir beim Thema Umbau. Der erfolgte nämlich auch, nachdem die U21 aus der Regionalliga in die Oberliga abgestiegen ist. Und der Umbau sollte bezwecken, dass der direkte Wiederaufstieg angestrebt wird. Leider Gottes sieht es da nicht ganz so gut aus, denn der VfB hat seine letzten beiden Spiele nicht gewinnen können. Zum einen traf man am Mittwoch in Reutlingen auf den SSV, spielte 1:1 und konnte da erneut auswärts nicht siegen. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen für den VfB. Man ist relativ früh in Rückstand geraten und konnte dann in der 13. Minute durch Tomic ausgleichen. Paco Fass hat eigentlich gesagt, sie waren an für sich eigentlich ganz ganz zufrieden mit dem Spiel, hatten 80% Ballbesitz, also das klingt schon nach einer sehr dominanten Vorstellung des VfB, aber man konnte sich wohl einfach zu wenig Chancen erarbeiten, beziehungsweise die Chancen, die man hatte, nicht nutzen, so blieb es dann bei diesem 1:1, einfach zu wenig für den VfB, gar keine Frage, und noch krasser wurde das Ganze dann am vergangenen Samstag, als man bei der Neckarsulmer Sportunion mit 1:2 verlor. Also auch da, denke ich mal, war der Anspruch eigentlich zu gewinnen. Und Michael Gentner bringt es auch auf den Punkt. Er sagt, mit der jüngsten Punktausbeute auf fremden Plätzen können wir 0,0 zufrieden sein. Und ich bin auch der Meinung, mit dem Kader, ja, egal ob das jetzt viele junge Spieler sind oder von mir aus auch neue Spieler, die man erstmal integrieren muss, muss mehr drinne sein als aktuell Platz 4.
14 Punkte nach 9 Spielen, schon 5 Punkte Rückstand auf Göppingen, die 19 Punkte haben. Also da wird es wirklich schwer, dann direkt wieder hochzugehen. Ist nicht unmöglich, aber es wird auf jeden Fall relativ schwer werden für die U21. Weiter geht's für die U21 in der Liga am... muss ich mal kurz nachgucken, dass ich keinen Quatsch erzähle. Ja, genau, am Sonntag, den 6.10. gegen Ravensburg, die sind aktuell Fünfter, auch mit 14 Punkten. Also kann man schon sagen, das ist eine kleine Standortbestimmung. Für den Sieger dieses Duells wird es dann wahrscheinlich eher nach oben gehen, beziehungsweise sie werden sich eher nach oben orientieren. Und der Verlierer wird erstmal nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun haben für die nächsten Wochen und vielleicht sogar für den Rest der Saison, weil der Abstand wird natürlich nicht kleiner gegenüber Göppingen, auch wenn die vielleicht nochmal ein bisschen federn lassen. Aber ja, ist schon schwierig aktuell für den VfB, für die U21. Und ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen unzufrieden. Hab nur keinen Bock, mich jetzt drüber aufzuregen. So, die U19. Aber wo müssen wir hin? Nächsten Sonntag? Übernächsten Sonntag dann? In Schliens oder? Nee, wir spielen in Regensburg am 6.10. Ach, in Regensburg. Ja. In Ravensburg, okay. Entschuldigung. In Ravensburg, wollte ich das sagen. Mein Gott. Auswärts auch noch. Oh, bloß nicht nach Regensburg fahren. Ja, genau. Es ist Ravensburg. Da bin ich raus, okay. Du bist raus, sorry. Da gehst du vorher ins Spieleland und anschließend ja, dann. Ja. Genau, Ravensburger Spieleland mit den Kids und dann auch schön ins Stadion. Ja. Du, das Ravensburger Publikum scheint ein sehr interessantes zu sein. Da konnte ich auch einen Podcast hören, da war der Trainer der Ravensburger zu Gast und der hat da im Podcast ein paar schöne Anekdoten erzählt über das Publikum in Ravensburg. Also es scheint eine Reise wert zu sein. Gut. Okay, ich denke mal drüber nach. Kommen wir zu U19, da gab es das Spitzenduell gegen den FC Bayern München am vergangenen Wochenende. Das ging leider relativ hoch verloren. 1-4 hieß es am Ende. Das war schon heftig. Und der VfB ist aktuell auf Platz 3 mit 14 Punkten nach 7 Spielen. Gleich auf mit den Bayern. Mainz ist Erster mit 15 Punkten. Und für den VfB geht es jetzt am 5.10. am Samstag im DFB Juniorenvereinspokal in Leipzig weiter. Ihr erinnert euch vielleicht, Leipzig war der Finalgegner. Gegen die haben wir den Juniorenpokal ja in der abgelaufenen Saison gewonnen. Das wird auf jeden Fall ein richtig hartes Brett, ja, weil die U19 einfach nicht so stark ist wie in der abgelaufenen Saison. Das wird echt schwer, da weiterzukommen, aber vielleicht schaffen sie es ja. Dann gibt es 2 Wochen Länderspielpause, auch für die U19. Und dann geht es am 19.10., das ist ein Samstag, in Augsburg gegen den FC Augsburg, Tabellenzwölfter. Erst 4 Punkte, also da sollte dann wieder ein Sieg drin sein. Und ich hoffe, dass dann Mainz auch mal irgendwie federn lässt, sodass der VfB sich vielleicht wieder Platz 1 greifen kann. Mal gucken, wie das ausgeht für die U19. So, dann noch eine schöne Nachricht zum Schluss. Nico González wurde in die argentinische Nationalmannschaft berufen und zwar nicht in die U23, sondern in das A-Team. Hintergrund ist natürlich so ein Stück weit das anstehende Länderspiel gegen Deutschland am 9.10. Ich glaube, in Dortmund findet das Ganze statt. Und da kann schon sein, dass sich der Nationaltrainer Argentiniens gedacht hat, ja komm, dann geben wir hier diesem jungen, aufstrebenden argentinischen Talent die Möglichkeit in seiner Wahlheimat, so kann man es ja sagen, sein erstes Länderspiel bestreiten zu dürfen. Also ich wünsche es González wirklich sehr, dass er da die Möglichkeit bekommt, ein paar Minuten zu spielen. Aber ich habe mir schon verwundert die Augen gerieben. Sebastian, dir ging es wahrscheinlich ähnlich, als du gesehen hast, dass González für die A-Nationalmannschaft der Argentinier berufen wurde. Ein Stück weit schon, ein Stück weit dann auch nicht, nachdem er letzte Saison auch schon mal Emiliano Enzua für die A-Nationalmannschaft berufen wurde. Ja, das war kein Schreibfehler. Ja, ich hab ein Bild von ihm gesehen, ein Selfie von ihm mit Messi. Ich meine, ein Stück weit hat er es ja auch verdient, aber ja, wenn man so langfristig zurückblickt auf die letzte Saison und auch gerade so die Relegationsspiele, wo er uns ja dann irgendwie den Klassenerhalt schon ein Stück weit gekostet hat durch sein im Abseits rumstehen bei dem Freistoß von Didavi und so, ist es schon ein bisschen verwunderlich. Aber ich freue mich trotzdem total für ihn. Also unser nächster Messi irgendwie vielleicht. Ja, wir drücken ihm die Daumen. Also wir hoffen natürlich nur das Beste für Nico González. Abschließend nochmal der Hinweis, Dennis braucht weiterhin unsere Hilfe. Es fehlen noch ein paar tausend Euro für seine Operation beziehungsweise für seine Therapie. Und ich werde wieder den Artikel beziehungsweise die Artikel über Dennis verlinken und natürlich auch den Link zu seiner GoFundMe-Kampagne.
sodass ihr ihn unterstützen könnt. Ihr wisst es vielleicht, Dennis leidet unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom und man vermutet, glaube ich, die Ursache in der Wirbelsäule. Ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, nicht, dass ich Quatsch erzähle. Das ist mir ja letzte Woche schon ganz gut gelungen. Am besten schaut ihr euch, wie gesagt, mal das Video an, das es in einem Artikel gibt und lest euch den anderen komplett durch. Dann wisst ihr genau, was das Problem ist aktuell. Aber wir halten fest, wenn ihr irgendwie ein paar Euro übrig habt, dann unterstützt Dennis und sorgt dafür, ja, dass er auch wieder ein bisschen Hoffnung hat, dass es für ihn weitergeht. So. Dann, ich würde auch noch mal ganz kurz sagen, sorry. Ich habe auch schon gespendet. Ich denke mal, das ist irgendwie, dann ist es vielleicht mal ein Bier beim nächsten Spiel weniger. Ich glaube, jeder von uns hat einen Fünfer oder zumindest mal einen Fünfer oder Zehner übrig. Ich glaube, wenn ganz Fußball Deutschland spenden würde, dann hätte man das Geld sehr, sehr schnell zusammen. Sehe ich auch so. Ja, also, vielen, vielen Dank. Also, ja, das, genau das ist es ja. Ne? Also entweder spenden halt mal alle Fans irgendwie einen Fünfer oder irgendein Profi, der ganz, ganz viel Kohle verdient, spendet mal ein Monatsgehalt. Aber das ist es ja einfach. Ne? Und dann kriegt man die Kohle auch zusammen. Also das finde ich ganz, ganz großartig, dass wir da irgendwie ja alle zusammenstehen. Ich hätte es ja gut gefunden, wenn man so eine Aktion gebracht hätte, weiß ich nicht, für jede gelbe Karte oder so, die der VfB bekommt, spendet der Verein irgendwie 1.000 Euro an Dennis oder so. Das wäre halt. Und dann hätte Timo Gerach aber ein bisschen wie heißt das so, Entgelt zahlen müssen. Ne? Nee, aber irgendwie so, wie so, weißt du, so mit dem Verein halt irgendwie verknüpfen, die haben ja die Aktion auch schon aufgenommen und haben darauf reagiert. Es ist halt, ich sag mal, in diesem Business sind halt 110.000 Euro gar nichts. Ja, da lachen sich die Leute halt kaputt. Ja, also wenn du überlegst, dass ein Trainer, ein Tim Walter von Kiel für 1 Million losgereist wird, da weißt du halt, okay, das spielt halt überhaupt keine Rolle mehr, die Kohle. So. Und da ist halt ein Junge, der, ja, man muss schon sagen, sich da an dem Strohhalm festhält, ja, dass diese Therapie für ihn was bringt und dass er gesund wird. Und ja, er kämpft da um jeden Cent. Also das ist halt schon irgendwie, ja, wenn du auf der einen Seite über Bundesliga-Fußball sprichst und dann solche Zahlen hörst, fast schon absurd. Aber es geht natürlich nicht nur Dennis so, es geht ganz, ganz vielen Menschen so. Ja, aber ja, also wie gesagt, helft Dennis, wenn ihr die Möglichkeit habt. So, Eva, liebe Eva, ich möchte mich bei dir recht herzlich ja, für die Zeit bedanken, die du dir heute genommen hast. Es war wieder mal eine sehr lange Ausgabe, aber es hat mit dir auch unglaublich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich war froh, dass wir endlich mal eine Frau hier im Podcast begrüßen durften. Genau, wir haben die 72. Ausgabe SDR VfB und ich glaube, du bist echt die erste weibliche Stimme im kompletten Podcast, oder? Also ja, ich habe jedenfalls keine andere gehört. Also, ich müsste jetzt nochmal alle Folgen nachhören. Total aber ich gut, glaube, also freut mich total. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich auch was dazu beitragen konnte. Und es war ja im Endeffekt auch sehr, sehr enttäuschende Niederlage. Wir haben ja unsere Lehren draus gezogen, hoffentlich so. Alle. Und es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Und ich bedanke mich recht herzlich. Sehr gerne. Und ihr könnt Eva auf Twitter natürlich auch mal besuchen. @LottiBohle ist da der Twitter-Handle. Schaut vorbei. Und natürlich hört den zweite Bundesliga-Podcast. Auch den gibt's auf Twitter. @2BundesligaPod ist da der Twitter-Account. Und am besten geht ihr natürlich jetzt direkt in den Podcatcher eurer Wahl und sucht da nach zweite Bundesliga-Podcast. Wirklich ein sehr empfehlenswerter Podcast. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch übrig, mich bei dir zu bedanken, lieber Sebastian, dass du dir Zeit genommen hast. Dich findet man auch überraschenderweise im Netz, und zwar unter @butze auf Twitter und der @vertikalpass auch auf Twitter. Und dann gibt's natürlich noch die hervorragenden Blogbeiträge auf vertikalpass.de. Und den letzten Blogbeitrag, und zwar war das der zum Sieg auf der Alm, den hast du verfasst und den habe ich auch wieder mit Genuss mir durchgelesen. Ich glaube, gestern Abend ging er online. Also schaut vorbei, vertikalpass. Genau, und die ganzen VfB-Fans haben geschrieben, wie kannst du nur schreiben, dass das glücklich und vielleicht auch unverdient war und das war total überlegen und ich glaube, da dann schon meine ostwestfälische Herkunft irgendwie durchgeschlagen. Aber also ich fand den Sieg nicht unverdient, aber ich fand ihn halt total glücklich, weil wenn du es nicht schaffst, in 90 Minuten ein Tor zu erzielen und auch in 30 Minuten in Überzahl es nicht schafft, ein Tor zu erzielen, dann ist der Sieg halt einfach glücklich. Er war nicht unverdient, aber ich fand ihn nach wie vor glücklich und da stehe ich auch zu. So, für alle, die Sebastian kritisiert haben, so, ich geb euch jetzt nochmal Futter.
68-32% Ballbesitz für den VfB Stuttgart. Die meisten Pässe geschlagen, die bessere Passquote, die meisten Zweikämpfe oder die mehr Zweikämpfe gewonnen, mehr Kilometer abgespult, häufiger aufs Tor geschossen, mehr Flanken geschlagen. Nur eine, aber es reicht ja unterm Strich. Gut, ich lasse es dabei. Mich findet man auf Twitter. Mit dem musst du nochmal glücklich. Bitte? Es ist richtig schön, solche Statistiken zu hören, um ins Bett zu gehen. So, hey, ihr wart irgendwie so echt unterlegen am Freitag. Ich wollte jetzt einfach nur nochmal den Leuten, die Sebastian kritisiert haben, hier einfach auch ein bisschen Mut zu sprechen. Nein, Quatsch. Also, ich bedanke mich bei euch und freue mich auf die nächste Ausgabe dann am kommenden Montag. Und bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.